Der Workshop trägt den Titel Kies oder Bannwald als Schlagbegriff erstmal zunächst. Das zeigt schon an, wir wollen jetzt den Blick auf Deutschland werfen, auf die in Deutschland geförderten Rohstoffe, auf die in Deutschland verarbeiteten und auch auf das Recycling von Rohstoffen in Deutschland. Das Ganze wird jetzt so laufen. Sie sehen, ich habe hier vier Gastredner und Impulsgeber neben mir sitzen. Das ist zum einen der Kollege Herr Buchert, den Sie heute Morgen schon ausgiebig ja hören durften. Dann Herr Reinhard Kaiser, er ist Unterabteilungsleiter beim BMUB in WR3 für Ressourceneffizienz und Bodenschutz zuständig. Er wird einen Impuls geben zu dem Progress-Programm, das Sie auch heute Morgen schon gehört haben. Dann ganz außen, neben dem Herrn Kaiser, das ist Michael Basten. Er ist Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband Baustoffe, Steine und Erden. Er wird einen Impuls geben zu der Rohstoffförderung, speziell für Kies, weil das steht ja auch so im Titel drin. Ich glaube, er hat vielleicht auf den anderen Rohstoffen noch ein paar Zahlen mitgebracht. Und neben mir, das ist Herr Thomas Norgal, er ist Naturschutzreferent und stellvertretender Landesgeschäftsführer vom BUND Hessen. Und auch er hat einen ganz interessanten Impuls, da geht es dann wirklich um die Kopplung Kies oder Bannwald, also wo auch der Titel des Workshops sich drin versteckt. Es ist jetzt so vorgesehen, dass wir erstmal kurze Impulse von den vier Herren neben mir bekommen, jeweils so rund 10 Minuten. Dann haben Sie die Möglichkeit, zu den Impulsen Verständnisfragen zu stellen. Die ganz breite Diskussion möchte ich aber gerne auf den Block nach den Impulsvorträgen verschieben. Ich denke, es gibt eine zahlreiche Fragen, auch die wir heute vom Vormittagspart noch mit rübernehmen. Also dort wird dann genügend Zeit sein für eine breite Diskussion. Ich möchte kurz in meinem mündlichen Impuls nochmal den Blick auf, weil wir ja hier in dem Workshop uns eher auf die heimischen Rohstoffe konzentrieren, und das sind natürlich einmal die, die tatsächlich in Deutschland im Boden liegen und gefördert werden und wo es entsprechende Unternehmen gibt und so weiter. Aber ich möchte auch den Blick jetzt etwas stärker oder ganz stark auf die heimische urbane Mine legen, also Urban Mining, das Gewinnen von Sekundärmaterialien aus unserer Anthroposphäre, manchmal heißt es auch Technosphäre, das heißt also aus Gebäuden, Infrastrukturen, aber auch aus vielleicht so Geräten wie hier, elektronischen Geräten, Fahrzeugen und dergleichen. Dazu einfach nur ein paar Worte und Gedanken noch. Das ist ein Thema Recycling, mit dem befasse ich mich eigentlich so überwiegend seit gut 20 Jahren, und manchmal hat man da so ein bisschen Eindruck, das klingt alles so ein bisschen oldschool, Recycling wird ja gemacht, da gibt es den Schrotthändler und so weiter. Aber ich habe es ja an der einen Grafik zum Kupfer mal gezeigt, und da möchte ich einfach so ein paar Stichpunkte geben, warum das so wichtig ist, dass wir natürlich, was die Frage angeht, was kann denn das Recycling noch beitragen, um auf der einen Seite Bedürfnisse welcher Art auch immer zu befriedigen, wirtschaftliche Aktivitäten am Laufen zu halten, etc., etc. Was kann das Recycling denn noch beitragen? Ist das ausgeschöpft oder können wir da bis Mitte des Jahrhunderts noch einiges erwarten? Und wo ich den Schwerpunkt oder zwei vielleicht, wir schauen mal einmal auf die Massenmaterialien, von denen wir schon einiges heute gehört haben. Da kann man sagen, und da möchte ich nochmal den einen Punkt aufgreifen, zum Beispiel bei Kupfer, also wir haben eine Studie gemacht für die WV Metalle, da war Kupfer, Aluminium, Nickel, Zink und Blei, die haben wir untersucht, und da ist schon mal ganz interessant, als die Produktionszahl Deutschlands 2014 hatten wir 2,5 Millionen Tonnen ungefähr zusammen, alle fünf, und fast die Hälfte aus dem Sekundär, aus dem Recycling raus. Ja, das ist natürlich, das muss man dazu sagen, deckt das nicht den ganzen Bedarf von Deutschland. Das ist nochmal die Geschichte dazu. Natürlich wird über
Halbzeuge und Produkte auch einiges zusätzlich noch eingeführt. Also der Verbrauch ist höher, aber auch natürlich in anderen europäischen Ländern, auch in anderen Weltgegenden wird recycelt. Aber immerhin, es ist schon mal eine gewisse Aussage, immerhin die Hälfte kommt aus dem Recycling. Und diese Massenmetalle, und beim Stahl sieht es sehr ähnlich aus, sind sehr stark in mittel-, aber auch langlebigen Produkten. Das heißt, und das ist diese einfache Message möchte ich einfach nochmal wiedergeben oder weitergeben, weil das sehr wichtig ist, sich immer im Hinterkopf zu behalten. Dieses Lager wird für viele dieser Massenmaterialien weiter anwachsen. Und die spannende Frage, die sich natürlich immer wieder stellt, gibt es dann irgendwann noch weitere Potenziale, also zusätzlich die erschlossen werden können, können wir vielleicht irgendwann 70% oder sogar 80% aus dem Recycling erschließen. Es ist jetzt gerade von dem Stahlschrott-Recycling-Verband eine kleine, ja, es ist fast eine Broschüre, aber es ist eine kleine Studie rausgekommen, die enthält ein paar ganz interessante Zahlen. Also in Deutschland 43% aktuell des Stahls, Rohstahlproduktion, aus Schrotten, ja, das ist schon ein ganz guter Wert. Das passt auch ziemlich gut zum Weltschnitt. Es gibt Länder, das sind traditionelle Strukturen, zum Beispiel Italien, Türkei, die haben 80% zum Teil ihrer Stahlproduktion aus Schrotten. Aber da gibt es natürlich auch einen Handel. Es ist nicht so, dass das alles aus Italien kommt, sondern die importieren Schrotte. Allerdings Schwellenländer wie China erst bei 10%. Da ist einfach der Bedarf so schnell gewachsen, dass natürlich das Recycling der Schrottaufkommen gar nicht nachkommen konnte. Aber da war eine interessante Grafik drin von Fachleuten, die haben das mal bis 2100, also wirklich sehr lang, mal so Grafiken gemacht, also wie kann der Stahl produziert werden und wie viel macht der Elektrostahl, also die Elektrostahlroute ist die wichtigste Route für das Schrott, die Schrottverwertung, nicht die einzige, aber die wichtigste. Und da konnte man schon sehen, dass das so bis Mitte des Jahrhunderts also erheblich noch ansteigen kann. Das geht natürlich nicht sprunghaft, ja, aber da sind schon durchaus also Möglichkeiten bis 60-70%, vielleicht ganz langfristig sogar noch mehr. Und das gilt natürlich, das kann man erwarten, wenn gewisse Sättigungseffekte zunächst in den Industrienationen eintreten und dergleichen, was die Nachfrage angeht, dass wir also über mehrere Jahrzehnte ein höheres Potenzial haben werden. Den Materialbedarf, nehmen wir mal 1 Million Tonne Kupfer, 1 Million Tonne Aluminium, 1 Million Tonne Stahl, davon kann ein immer höherer Anteil sehr wahrscheinlich aus Sekundärquellen gedeckt werden. Und das ist natürlich eine gute Nachricht auf die lange Sicht. Aber das muss natürlich auch entsprechend gewonnen werden, das Material. Es gibt durchaus auch bei diesen Materialien noch Verluste. Metalle, also ein ganz wichtiger Bereich, diese Massenmetalle an dem Beispiel. Gips, habe ich bereits erwähnt, fängt gerade an, die ersten Anlagen in Deutschland zu arbeiten. Es sind weitere geplant, schon für nächstes Jahr. Das ist ein gutes Zeichen. Wir werden aber auch sehen, ob diese Planung wirklich umgesetzt werden, dass diese Anlagen dann auch tatsächlich Gips recyceln können. Und vom Betonrecycling haben wir auch noch gesprochen. Also einfache Message in die Richtung, es bestehen noch erhebliche Potenziale in Zukunft aus dem Recyclingbereich Materialien bei diesen Massenrohstoffen zu erschließen. Da gibt es noch viele Aufgaben, das zu optimieren. Das ist noch etwas schwierige Feld und da habe ich in den letzten Jahren gearbeitet, sind insbesondere die sogenannten Technologiemetalle, auch viele, die da konnten viele Leute, die vor einigen Jahren noch gar nicht schreiben, geschweige denn buchstabieren oder verhandlungssicher aussprechen, also Dysprosium, Neodym, seltene Erden, Lithium kommt jetzt stark auf, aber auch andere. Die sind anders gelagert, das haben wir heute Vormittag ja schon gesehen, wir reden oft von sehr kleinen Mengen. Zum Beispiel der gesamte Palladiumbedarf weltweit, wenn Sie das als einen Kubus hier hinstellen, passt das locker hier in den Raum rein. Das sind 200 Tonnen ungefähr, 220, hohe Dichte. Hier sehen wir bei einigen, insbesondere Lithium, wahrscheinlich einen stark wachsenden Bedarf. Und das haben wir in der UNEP-Arbeit 2011
mal festgestellt, bei einigen dieser Technologiemetalle oder einer ganzen Reihe fehlt das Recycling fast noch vollkommen. Das liegt natürlich daran, dass die Anwendungen zum Teil sehr neu sind. Das liegt aber auch daran, dass die Konzentration dieser Materialien oft sehr gering sind, eine schwierige Matrix zum Recyceln. Und es liegt an zum Teil noch völlig fehlenden Sammelstrukturen und dergleichen, weil fürs Recycling ist natürlich der Wert pro Kilogramm oder pro Tonne wichtig, aber auch Volumen macht natürlich auch einen Effekt in der wirtschaftlichen Sicht aus. Und da gilt es, und da sind wir in vielen Projekten mit Partnern vom Öko-Institut dran anzusetzen. Wir sprachen über die Verkehrswende. Elektromobilität scheint jetzt Fahrt aufzunehmen. Wenn nicht hier, dann wahrscheinlich woanders schon schneller, wenn Sie die Zahlen von China verfolgen und die Maßnahmen, die da durchgesetzt werden. Peking hat jetzt gesagt, Peking kriegen Sie kaum neue Verbrenner sowieso zugelassen und werktags dürfen demnächst keine älteren Autos mehr fahren. Also das sind alles sehr restriktive Maßnahmen, um Elektromobilität zu pushen. Das heißt, Technologiemetalle, der Bedarf wird zunehmen und wir haben die Möglichkeit hier natürlich mit dem Know-how, ich arbeite in vielen Projekten mit Recyclingunternehmen, anderen Institutionen, dem Bereich zusammen. Wir haben hier durchaus das Know-how auch eines Tages natürlich nicht den gesamten Bedarf, aber einen steigenden Bedarf des Lithiums für die Elektromobilität auch nach und nach natürlich mit einer gewissen Zeitverzögerung auch aus dem Recycling zu holen. Das sind so die Message, die ich mitgeben möchte. Also wir haben einmal so den traditionellen Bereich mit den großen Materialströmen. Das sind träge Tanker, das meine ich auch gar nicht negativ, sondern positiv. Und hier wächst das Lager an, das müssen wir erschließen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Jede Tonne, die da verschwendet wird oder ungenutzt lange rumsteht, weil zum Beispiel ein altes Gebäude nicht umgewandelt wird oder von mir aus auch abgerissen wird, wenn es dann wirklich nicht mehr verwendet wird, ist eine Ressource, die nicht genutzt wird. Und bei den Technologiemetallen müssen wir natürlich auch viel noch in Forschung, Entwicklung und dergleichen investieren. Und es werden auch einige Maßnahmen auch auf europäischer Ebene notwendig sein, um das noch zu fördern. So viel vielleicht dahin, aber ich finde, das ist erstmal auch eine gute Nachricht, dass die Potenziale wachsen werden. Und dass wir uns gemeinsam mit Politik, Wissenschaft, Wirtschaft da weiter anstrengen werden müssen, um diese Potenziale auch angemessen zu erschließen und dann natürlich entsprechend positive Umwelt- und Arbeitsplatzeffekte zu generieren. So viel erstmal mein Impuls. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, ich mache es doch lieber im Stehen, da kann ich mich ein bisschen bei bewegen. Auch ich verzichte auf eine Präsentation. Ich habe von Präsentationen so die Nase voll. Versuchen wir es mal in freier Rede. Was tun wir, um den Rohstoffabdruck unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Tätigkeit in Deutschland zu verringern? Dreierlei. Klassische Trilogie. Wir versuchen, die Rohstoffgewinnung zu optimieren. Das, was wir an Rohstoffen brauchen, möglichst optimal und dann möglichst geringen ökologischen und in anderen Ländern der Welt mehr als in Deutschland auch sozialen, Klammer zu, Schäden und Kollateralfolgen zu bewältigen. Da gibt es auch in Deutschland ganz erstaunliche Möglichkeiten. Und ausgerechnet den Zettel habe ich liegen lassen. Wir haben im Jahre 2014 aus unserem Umweltinnovationsprogramm zwei Vorhaben gefördert im Bereich von Herrn Basten. Bei einem ging es um den Abbau von Quarzsanden. Die Firma, die dort seit 1890 Quarzsande baggerte, die das nun wirklich können, ne, Traditionsbetrieb, warf 25% ihres Aushubs wieder zurück, weil das war Feinsand, den konnten sie nicht brauchen. IOP-Ergebnis, zumindest ein Viertel davon kann man brauchen. Etwas aufbearbeitet zu marktfähigen Produkten. Kiesabbau. Eine Firma, die seit Jahrzehnten Kies abbaute, warf 20% des Abbaus zurück, unvermarktbarer Schrott. Aus dem IOP unterstützt, bezahlen nicht viel, unterstützen, reizen an, unterstützt Einschrittaufbereitungstechnik, 100% Verwertung, 20% Rückwurf gespart. Geht auch in Deutschland noch. Spannende Frage, da haben wir jetzt zwei Firmen jeweils unterstützt, die können das jetzt. Wie erreichen wir, dass die anderen das mit etwas zeitlichem Verzug auch machen? Dass das, was technisch möglich ist, was wir an Know-how haben, auch stattfindet.
eine große Aufgabe, nicht nur beim Abbau, auch in vielen anderen Bereichen, ganzer Bausektor, große Frage, wie erreichen wir das? Brauchen wir die Unterstützung der Firmen, der Verbände, die das Know-how weitertragen und immer den Impuls geben, werdet auch ökologisch besser. So. Rohstoffgewinnung. Zweiter Schritt, jetzt sind die Rohstoffe gewonnen, werden eingesetzt, wird produziert. Produktion effizienter machen, sparsam mit Material umgehen. Da unterstützen wir die Ausbildung von Beraterinnen und Beratern, die sowas an die Firmen rantragen, unterstützen die Ausbildung von betrieblichen Fachkräften, die das in einem Betrieb optimieren. Auch mit sehr, sehr schönen Erfolgen, wo es uns gelingt, das Management dafür zu gewinnen. So der Parole 20% Effizienzsteigerung ist immer drin. In aller Regel bei Firmen, die noch nie so einen Prozess durchgemacht haben. So, jetzt sind die Produkte erzeugt, werden von den Kunden gekauft, werden genutzt und werden weggeworfen. Und dann versuchen wir natürlich, möglichst viel von diesem Abfall, der da erzeugt wird, in sinnvoller Weise einzusammeln, an Aufbereitungsanlagen zu bringen und daraus möglichst viel wieder rauszuholen. Der klassische Dreischritt. Vollständig unbefriedigend. In Wirklichkeit viel mehr Möglichkeiten. Was sagte ich gerade so beiläufig? Also dann wird produziert. Mit den Rohstoffen, die wir mühsam gewonnen haben. Spannende Frage ist, was wird produziert? Das Design der Produkte ist ausschlaggebend dafür, sowohl wie viel Material sie dafür brauchen, vor allen Dingen aber dafür, was nach der Produktnutzung passiert. Ob sie Komponenten davon wiederverwenden können. In welcher Form das, was war Ihre Formulierung gerade? Komplexe Gemengelage. In was für einer komplexen Gemengelage diese Produkte dann bei den Recyclern aufschlagen. Sehen Sie das klassische Beispiel mit dem Handy, da ist irgendwie 100-mal oder 1000-mal so viel Gold drin wie im Golderz. Ne? Was ist es? 100.000, irgend sowas in der Größenordnung. Je nachdem, wo Sie das Golderz abbauen. Aber irgendwas zwischen 100 und 1000-mal so viel. Also reizvoll, das Gold da rauszuholen. Wenn Sie das Gold da rauszuholen, werfen Sie den Rest weg. Alles andere, was da in Stoffen drin ist, ist dann ne? Das ist eine komplexe Gemengelage. Diese Frage, wie können wir so konstruieren, Produkte entwerfen, dass sie lange halten, dass sie in Komponenten wiederverwendbar sind, dass sie sich gut, sinnvoll im Recycling wieder nutzen lassen. Hochspannend. Dazu machen wir jetzt eine Veranstaltung am kommenden Montag, unsere Netzwerkkonferenz, Werbeblock, ne? Kommender Montag, Netzwerkkonferenz des Netzwerks Ressourceneffizienz, wo wir Produktentwickler und Entsorger mal zusammenbringen. Das ist so ist relativ originell, habe ich mir sagen lassen. Ja. Was produzieren wir? Worüber huschte ich gerade auffällig hinweg? Habe ich 3-4 Leute zucken sehen und dann kaufen die Kunden das, nutzen es und werfen es weg. Was kaufen wir? Wie können wir den Konsum so gestalten, dass er nachhaltiger wird? Wie können wir Kundinnen und Kunden es möglich machen, sich bewusst zu entscheiden für längerlebige Produkte, für Produkte, die reparierbar sind? Können wir sowas wie ein zweites Preisschild einführen? Das war ein Stichwort, das das Umweltministerium vor ein paar Monaten in die Welt gesetzt hat. Was können wir den Kunden an Alternativen anbieten? Zum Beispiel viel mehrmals zu Recht das Wort Zement heute. Ne? Also jemand, der Zement kauft, weil er ein Bauvorhaben betreiben will. Können wir dem Alternativen anbieten? Sealiment statt Zement. Oder wenn es dann zum Beton wird. Das Standardprodukt bei uns ist der Stahlbeton. Den Deutschen Innovationspreis hat letzte Woche ein Produkt gewonnen, das nennt sich Carbonbeton. Verspricht bedeutend geringeren Materialeinsatz, weil ein wesentlicher Teil des Betons dient dazu, den Stahl am Rosten zu hindern. Ja, also man komme wohl mit sehr viel weniger aus, wenn man Carbonbeton nimmt. Solche Produktalternativen zu untersuchen auf ihre Folgen, was ist mit der Recyclingfähigkeit von Carbonbeton, wurde bei uns im Hause zu Recht gefragt, müssen wir mal fragen. Ne? Solche Produktlinien zu verfolgen und gegebenenfalls die Markteinführung zu unterstützen, statt sie zu behindern, sicherlich ein ganz wesentliches Motiv. Es gibt ein Programm der Bundesregierung, nachhaltiger Konsum. In diesem Kontext, dessen Umsetzung gehören auch solche Fragen. Schließlich und endlich, wir reden immer darüber, dass wenn die Produkte genutzt sind, sie Abfall werden. Das muss gar nicht so sein. Da gibt es zum Beispiel etwas, das nennt sich Remanufacturing. Man nimmt genutzte Produkte und bereitet sie so wieder auf, dass sie wie Neuprodukte eingesetzt werden können. Geht nicht überall, aber in ein paar Segmenten, kann durchaus interessante Beiträge liefern. Viele Ansätze. So, schließlich und endlich, was hatte ich als dritten Punkt? Ach so, das Wiederverwerten. Ja, das Wiederverwerten. Der Herr Reiche hat da vorhin einen lichtvollen Beitrag zu gehalten. Wenn Sie Produkte, die mal Abfall waren, wiederverwerten wollen,
ist das in vielen Bereichen gar nicht so einfach. Das ist zum Teil ordnungsrechtlich verboten. Das wird zum Teil in Ausschreibungen auch der öffentlichen Hand ausdrücklich ausgeschlossen. Und warum das so ist, bitte fragen Sie jemand anderen, aber nicht mich. Es ist so, seit langem. Es wird auch seit langem beklagt, dass man die Hemmnisse abbauen will, werden Sie in jeder, ich glaube ausnahmslos jeder Rede finden, die sich mit dem Thema befasst. Eine andere Frage ist, ob es auch stattfindet. Da gibt es natürlich materielle Hemmnisse. Produkte, die aus dem Abfall kommen, müssen Qualitätsstandard genügen. Was für Qualitätsstandards? Wo sind die übersichtlich definiert? Wie wird die Einhaltung kontrolliert? Es gibt emotionale Hemmnisse. Es gibt Leute, die sagen, ich will das nicht. Das kommt aus Prozessen, was der Himmel, was die da eingesetzt haben im Bau. Asbest und Formaldehyd. Und sowas will ich nicht haben. Kann man nur beantworten, wenn man diese Standardfragen belastbar gelöst hat. Und dann gibt es in dem Bereich auch ganz brutale Lobbyinteressen. Denn jetzt gucke ich natürlich wieder mit etwas Mitleid Herrn Basten an. Alles, worüber ich jetzt rede, ist dazu geneigt, die Nachfrage nach Primärrohstoffen zu verringern. Und das ist für die Leute, die von Primärrohstoffen leben, natürlich in erster Näherung nicht besonders attraktiv. Und in manchen Segmenten merkt man das auch, dass das nicht besonders attraktiv ist. Müssen wir aber trotzdem ran. Denn das Ziel, dass wir mit der Natur schonend umgehen, die Ressourcen unseres Planeten schonen, wird sich dann am Ende des Tages mit etwas Mühe hoffentlich auch durchsetzen. Kurz, also sozusagen ein Instrumentenüberblick kürzester Art, vollständig, unvollständig, über das, was wir im Ressourceneffizienzprogramm der Bundesregierung 2012 beschlossen, in Progress 2 im März 2016 fortgeschrieben haben. Herr Koller vom Umweltbundesamt sagte heute Morgen vom Saal aus voller Freude und Optimismus, Business as usual wird es in Deutschland nicht mehr geben können, denn wir haben die Verpflichtungen von Paris unterschrieben. Und die Verpflichtungen von Paris heißen nicht Business as usual, sondern die heißen Transformation. Völlig richtig. Wenn man Paris umsetzen will, müssen wir das einfach mal runterbrechen auf Sektoren, was so 80% weniger CO2 heißt. Bleiben wir mal bei 80. Ja? Das heißt, wenn Sie das mal überlegen, was heißt das für den Verkehr, was heißt das für die Industrie, ja? Wollen wir keinen Stahl mehr machen? Was heißt das für den Bau, Zement? Ja? Was heißt das für die Landwirtschaft? Wollen wir alle Kühe erschießen? Die Kühe pupsen Methan, Klimafaktor 23 gegenüber CO2. Also wenn man das umsetzen will, das heißt wirklich Transformation, massive Veränderungen. Und wenn man massive Veränderungen vor sich hat, geht man sie am besten früh an, stetig und in realistischen Schritten. Uns dieser Herausforderung zu stellen von Paris, das war noch nicht Gegenstand von Progress 2. Paris gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt als belastbaren Faktor, als wir das vorbereitet haben. Wir werden uns diesen Fragen stellen, und zwar nicht nur stellen müssen, sondern auch voller Freude und Energie, in der nächsten Fortschreibung des Ressourceneffizienzprogramms, denn das Ressourceneffizienzprogramm wird nach Beschluss der Bundesregierung und des Bundestags alle 4 Jahre fortgeschrieben. Progress 3 fällig fürs Kabinett im Februar 2020. Die allerersten konzeptionellen Vorüberlegungen, das merken Sie schon an meinem ganzen Duktus, beginnen wir gerade anzustellen. Wir sammeln Impulse dafür, die Sie gerne formlos an uns geben können. Strukturen dafür, solche Impulse zu geben, werden wir in den kommenden Jahren auch anbieten, Schritt für Schritt. Und eine Ebene von Impuls oder ein ganzer Bereich von Impuls, da waren wir heute gerade bei, in das Projekt des Öko-Instituts, auf dessen Tagung wir heute das Vergnügen haben, präsent zu sein, ist sicherlich von seinem ganzen Charakter für uns ein ganz, ganz wichtiger Impuls für die Arbeit am nächsten Ressourceneffizienzprogramm. Ja, Herr Kaiser, vielen Dank. Das war jetzt eine, glaube ich, eine gute Vorlage für Herrn Basten, um zu erläutern, wie das Geschäftsmodell der Steine-Erden-Industrie sich jetzt wandelt. Gibt es denn erstmal noch dazu, zu den Worten von Herrn Kaiser, noch eine direkte Rückfrage? Ja, Herr Hoffmann, bitte. Hinter Ihnen kommt das Mikro. Da ist das. Ja, danke. Hoffmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Ich möchte das Stichwort wiederverwerten nochmal ansprechen. Ich habe mich heute Vormittag nicht zu Wort gemeldet, weil es sollten ja nur Fragen sein. Ich wollte nur kurz erzählen, ich war bei dem Planspiel Mantelverordnung. Und was ich da mitbekommen habe, was ich mitgenommen habe, ist, dass der Wiedereinsatz von Sekundärmaterial so schwierig gemacht wird, dass wir
an der Stelle ansetzen müssen. Also die ganze Diskussion um Primärbaustoffsteuer können wir uns erst einmal schenken, solange nicht verbindliche und praktikable Richtlinien für den Einsatz von Sekundärbaustoffen gefunden und auch juristisch festgelegt werden. Ne? Es ging bei dieser Mantelverordnung ja um die Harmonisierung von verschiedenen Ersatzbaustoffverordnung, Bodenschutzverordnung, Deponieverordnung und so weiter. Selbst das ist noch nicht ganz gelungen, so mein Kenntnisstand. Also jedenfalls, man merkte, dass also die eingeladenen Fachleute doch auch etwas unzufrieden waren. Eine Unzufriedenheit, die ich, naja, sagen wir mal, nachvollziehen kann. Ich will es mal ganz neutral sagen. Also wie gesagt, wenn der Mensch oder die Institution, die Sekundärbaustoffe einsetzen möchte, das zwar dann tun darf, aber sie hat ja jetzt keine Genehmigung, weil es ja keine Genehmigung mehr gibt, und dann haben sie das Problem mit irgendeinem Schadstoff, von dem sie nichts wussten, und müssen dann womöglich das ganze Gebäude wieder abreißen, weil dieser Schadstoff da angeblich und so weiter. Das ist also ein Investitionshindernis erster Güte, und das muss unbedingt bearbeitet werden, dass der Mensch oder die Institution, die Ersatzbaustoffe einsetzen, auch wirklich sich darauf verlassen können, dass dieser Baustoff zugelassen ist. Und das, wenn das nicht kommt, dann brauchen wir gar keine Baustoffsteuer und gar nichts, ne? Sondern dann wird weiterhin nur Primärmaterial verwendet. Das also jetzt hier also aus meiner Sicht. Das war übrigens noch, beim zweiten Mal war es in Kassel, der Südflügel des Kasseler Hauptbahnhofs war sehr schön saniert, indem also dort diese Gespräche stattfinden konnten. Und das war ein sehr schönes Beispiel. Das musste ich heute früh, als gesagt wurde, sanieren vor Abreißen. Sehr schönes Beispiel, wie also ein altes Gebäude saniert werden konnte, statt es abzureißen. So die Richtung müssen wir gehen. Ja, und das Zweite, eben die Bauherren nicht im Regen stehen lassen, wenn sie Sekundärbaustoffe einsetzen wollen. Das war's. Ja, genau. Herr Kaiser, vielleicht ganz direkt dazu. Ich befürchte das Thema oder ich erwarte das Thema Mantelverordnung wird heute Nachmittag nochmal wiederholt das Thema sein. Deswegen würde ich bitten, ich kann da auch was dazu sagen. Ich war nämlich auch bei dem Planspiel Mantelverordnung beteiligt. Ich denke, das ist insgesamt sehr komplex. Ich glaube, wir kommen dann noch darauf. Ich würde nur sagen, wir warten mal noch ab, was Herr Basten und Herr Norgal noch sagt und können dann die offene Diskussion starten. Ja, ich freue mich, hier zu sein, denn als Repräsentant eines trägen Tankers hat man nicht immer die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Ich glaube, wir müssen viel mehr miteinander reden, wir müssen auch über Fakten reden. Und ich wollte auch einfach einen Input geben. Herr Kaiser, Sie verzeihen mir, dass ich das nochmal per Folien mache, aber es geht auch um ein paar Zahlen und die stehen Ihnen dann selbstverständlich auch alle zur Verfügung. Ja, so sieht das bei uns aus. Hier geht es um die Kalksteingewinnung, aber wir haben eben auch sehr viele andere Bereiche, wo wir Rohstoffe, heimische Rohstoffe abbauen. Wir setzen auch sehr viel Sekundärrohstoffe ein. Da will ich doch einen kleinen Input zu geben. Zunächst mal zur Branche, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Die Branche insgesamt hat 126.000 Beschäftigte, macht einen Umsatz, einen Jahresumsatz von 28 Milliarden Euro in Deutschland und tätigt Investitionen von 1,3 Milliarden Euro. Da ist sehr viel dabei. Die Förderung von Kies und Sand natürlich an erster Stelle, Naturstein, das ist das Gros, aber auch Kalkstein, Gipsstein, Tone, Kaoline und ähnliche Rohstoffe. Wir haben dann allerdings auch die Produktion von Bindemitteln, also etwa Zement, Kalk und Gips insbesondere, sowie, gibt auch ein paar Spezialitäten noch, sowie darüber hinaus dann die Produktion von Bauprodukten, also Kalk, Sandstein, Ziegeln, auch Fliesen, also auch der keramische Bereich, der ja Tone einsetzt in der Produktion, ist bei uns vertreten. Sie sehen dann unten die rohstofffördernden Sektoren, also der Teilbereich der oben insgesamt aufgezeigten Branche mit knapp 50.000 Beschäftigten, Umsatz 10 Milliarden Euro. Sie sehen aber bei den Investitionen ist sozusagen der rohstofffördernde Bereich überproportional vertreten. Vielleicht hat das auch was mit dem trägen Tanker zu tun, denn die Branche ist sehr, sehr kapitalintensiv. Wenn Sie heute ein Zementwerk in Deutschland neu bauen,
müssen Sie mindestens 400 Millionen Euro in die Hand nehmen. Und wir haben es schon gehört, in China, aber auch in Indonesien, auch teilweise durch unsere Unternehmen, werden da noch viel größere Kapazitäten errichtet. Wir haben einen Mix aus industriellem Mittelstand, gerade im Bereich Kies- und Sandgewinnung, vielleicht auch ein wichtiger Faktor, aber auch von international tätigen Großunternehmen, wie etwa dem DAX-Konzern Heidelberg Zement, der nicht nur Zement produziert, sondern auch in der Kies- und Sandförderung tätig ist. Sie sehen da auch ein paar Bilder. Sie sehen oben links sozusagen den Kies, über den wir heute speziell reden wollen. Sie sehen daneben aber auch Ziegelsplitt, der als Sekundärrohstoff Verwendung findet in Form von Bauabfällen, mineralischen Bauabfällen, die wieder eingesetzt werden. Da unten sehen Sie sozusagen unseren Markt. Das sind einmal sehr schön, wie ich finde, Naturwerkstein mit Betonkombination. Das sind also Produkte im Wohnungsbau, aber natürlich auch im Bereich Infrastruktur sind wir schwer unterwegs. Das gilt der Bau insgesamt. Da gehen etwa 80% unserer Güter rein, 20% gehen aber auch in andere Bereiche. Unten links sehen Sie die Stahlproduktion, die braucht Kalkstein. Und unten rechts sehen Sie die Photovoltaik, die ist auf Quarzsande angewiesen. Ja, hier mal eine Grafik, um das Ganze einzuordnen. Ich will damit nicht etwa negieren, dass wir über sozusagen große Massenströme verfügen, sondern auch mal zeigen, dass wir das relativieren müssen, insbesondere mit Blick auf die Importe. Wir reden ja über heimische Rohstoffgewinnung heute. Sie sehen da mit gut 400 Millionen Tonnen Kiessand und Naturstein Inland. Dann kommen die mineralischen Rohstoffe, davon ist das dann eben Teilbereich, dort rein mit 560 Millionen Tonnen. Da ist eben auch Kalk und anderes, Kalkstein für die Zementgewinnung und Ähnliches drin. Die Tone sind da drin. Sie sehen dann die Summe Rohstoffe Inland insgesamt. Da sind dann auch noch die Energierohstoffe dabei, wie Braunkohle und heute ja auch noch in geringen Mengen Steinkohle mit 755 Millionen Tonnen. Sie sehen dann daneben die direkten Rohstoffimporte, meistens Energierohstoffe, 287 Millionen Tonnen. Und Sie sehen dann allerdings die indirekten Rohstoffimporte, also in Form von Halbzeug, Fertigwaren, etwa Maschinen, Autos und so weiter, mit gut 1,2 Milliarden Tonnen. Insgesamt kommen wir dann auf 2,3 Milliarden Tonnen an Rohstoffen insgesamt, die die deutsche Volkswirtschaft in irgendeiner Form benötigt oder konsumiert. Wenn wir jetzt noch die biotischen Rohstoffe dazu nehmen würden, lägen wir bei knapp 3 Milliarden Tonnen. Und wenn ich das dann mal umrechne, dann ist der Kies und Sand bezogen auf die abiotischen Rohstoffe, liegt der bei etwa 18%. Ich habe da oben mal gezeigt, weil das auch heute ein Thema war, was als Gesteinskörnung in die Betonproduktion geht, also sowohl Transportbeton als auch Betonfertigteile. Das sind 134 Millionen Tonnen. Das sind Daten des Statistischen Bundesamtes für die umweltökonomische Gesamtrechnung. Die gibt es leider in der konsolidierten Form aktuell nur bis 2010. Ich hoffe, dass die Kollegen da vielleicht mit ein bisschen Unterstützung auch noch etwas schneller werden können. Ganz entscheidend ist, wie hat sich das eigentlich in der letzten Zeit entwickelt? Wir reden ja von einer Reduktion und wir stellen fest, marktgetrieben zugegebenermaßen, wir haben hier eine erhebliche Reduktion von knapp 240 Millionen Tonnen im Bereich der Baumaterialien. Das ist dieses hellblaue Feld. Auch beim Import von Baumaterialien hatten wir Rückläufe. Der Außenhandel ist gerade im Bereich Kies und Sand verschwindend gering. Können wir eigentlich vernachlässigen. Aber wir sehen im Prinzip damit, ja, sonst sind nur noch die heimischen Energierohstoffe gesunken. Wir sehen insgesamt auch einen erheblichen Rücklauf. Das sind etwa 30% seit dem Jahr 1994. Wenn wir es jetzt auf den Kies beziehen, Kies und Sand beziehen, das lässt sich immer recht schwer trennen, dann sind wir sogar in der Größenordnung von über 40%. Also doch eine erhebliche Reduktion. Wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, Herr Kaiser, damit haben die Baumaterialien ganz erheblich zur Steigerung der Ressourceneffizienz und der Ressourcenproduktivität in Deutschland beigetragen. Wie gesagt, marktgetrieben. Ja, hier sehen wir nochmal das Bild des Öko-Instituts. Viele Probleme, die wir in der Welt sehen beim Rohstoffabbau, die haben wir in Deutschland nicht. Deswegen, wie gesagt, war das auch nicht unbedingt hier eine Relativierung, sondern wir sollten eigentlich froh sein, dass wir heimische Rohstoffe unter sehr kontrollierten Bedingungen in Deutschland abbauen können.
Sie sehen dann hier mal die typischen Kriterien des Ökoinstituts wie Versorgungsrisiko, gewalttätige Konflikte, Korruption, Governance, Arbeitssicherheit, Kinderarbeit, Versorgung, Humantoxizität und Ähnliches. Und wir sehen, dass Kies und Sand hier eigentlich ziemlich gut wegkommt. Da gibt es nämlich nur noch zwei Hotspots laut Definition des Ökoinstituts. Einmal das Risiko der Zerstörung des Landschaftsbilds und zum anderen die Flächeninanspruchnahme. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, auch hier ein Faktencheck, da können Sie mich jetzt gerne auch später für kritisieren, gucken wir uns zunächst die Flächennutzung in Deutschland an. Das, was als Rohstoffland sozusagen vom Statistischen Bundesamt ausgewiesen wird, liegt bei 0,5%. Jetzt haben wir Daten des Statistischen Bundesamtes, weil da auch Vorbereitungsgebiete bei sind, weil da auch abgegrabene, also ehemalige Abbauflächen bei sind, weil da Sicherheitsstreifen bei sind, gucken wir uns das auch genau an. Dann sind wir für die gesamten heimischen Rohstoffe in Deutschland bei einer jährlichen Flächeninanspruchnahme von 0,007%. Für Baurohstoffe insgesamt 0,004% und für Kies und Sand wären es 0,0025%. Das heißt nicht, dass wir jeweils mit einem teilweise schweren Eingriff mit Natur und Landschaft zu tun haben. Aber wir sehen doch, alle anderen Flächenanteile fallen deutlich stärker ins Gewicht. Jetzt, wie gesagt, keine Relativierung. Es ist ein Eingriff. Hinzu kommt aber, es ist eine temporäre Nutzung. Und deswegen sind wir ja nicht nur von Gesetz aus verpflichtet, sondern auch sozusagen freiwillig unterwegs, um hier bei der Nachnutzung möglichst Mehrwert zu schaffen, auch für die Natur. Wir sehen das hier nur mal am Beispiel Zement, da sehen wir die Flächen, die sozusagen renaturiert werden, rekultiviert werden. Wenn wir das insgesamt sehen, sind wir bei 54% Naturschutz mit stark steigender Tendenz. Forstwirtschaft, Landwirtschaft ist die typische Rekultivierung, Deponie auch noch ein gewisser Anteil, aber stark rückläufig. So, und wenn wir jetzt die Vornutzung ansehen, dann werden wir bei etwa 55% der Kalksteinflächen, die für die Zementproduktion genutzt werden, hier haben wir ziemlich verlässliche Daten, deswegen habe ich das ausgewählt, dann sind wir bei 55% intensiver Ackerbau. Oh. Mit dem Wannwald war auch so ein Thema, will ich auch kurz nur noch drauf eingehen. Wannwald wird in der Regel nicht angerührt, es gibt nun mal Interessenkonflikte, dann geht das seinen Gang. Aber die Waldfläche, die für die Rohstoffgewinnung genutzt wird, liegt bei etwa 25-30%. Und das ist meist ist das Nadelholzwald und danach haben sie dann, wenn rekultiviert wird, für die Forstwirtschaft einen Mischwald in der Regel. Das ist eigentlich auch ziemlich anerkannt. Wir haben eine sehr starke Zusammenarbeit mit den Naturschützern, etwa mit dem NABU und den beiden Gewerkschaften BCE und BAU, eine gemeinsame Erklärung zur Rohstoffnutzung gemacht, die auch vor Ort gelebt wird. Übrigens auch in enger Zusammenarbeit mit anderen Naturschutzverbänden wie etwa dem BUND. Ja, jetzt wurden vorhin Szenarien gebildet. Ich habe mal gelernt in der Statistik von einem amerikanischen Statistiker, dass den schönen Spruch, all models are wrong, but some are useful, das mag dann eben für IRS gelten und vielleicht auch für uns. Sei es drum, wir haben einen etwas kürzeren Zeitraum gewählt, nämlich uns die Entwicklung von 2013 bis 2035 angesehen, auch in zwei Szenarien, das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin für uns gemacht, zusammen mit der Ingenieurgesellschaft SST. Und Sie sehen, dass wir in dem unteren Szenario, da ist ein gesamtwirtschaftliches Wachstum mit einer BIP-Rate von plus 0,8% zugrunde gelegt, dass wir da eine weiterhin leicht, allerdings nur noch leicht rückläufige Bewegung haben. Und wir haben ein oberes Szenario, nicht erschrecken, da gehen wir von 544 Millionen Tonnen auf in Richtung 650 Millionen Tonnen. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, dann wären wir bei 585 Millionen Tonnen. Das wären noch deutlich unter der Förderung des Jahres 2001, um etwas kürzeren Zeitraum zu nehmen. Ganz interessant, Sie sehen auch diesen grauen Balken. Das sind die Sekundärrohstoffe, die wir einsetzen. Das sind mineralische Bauabfälle, sage ich gleich noch kurz was zu, aber auch andere Abfälle bzw. Nebenprodukte, etwa Kraftwerksnebenprodukte wie Rehagips aus der Rauchgasentschwefelung und Flugasche. Mit der Energiewende geht uns natürlich ein Teil dieser Sekundärrohstoffe verloren. Insgesamt liegt die Substitutionsquote aber bei etwa 15%. Da ändert sich auch nicht viel dran.
So, das ist jetzt sozusagen eine Premiere, weil es neue Daten sind, die wir aufgearbeitet haben. Die Basis kommt vom Statistischen Bundesamt, muss man immer wieder sagen. Wir machen alle 2 Jahre einen Monitoring-Bericht mineralische Bauabfälle. Wie er heißt, der Bundesverband Baustoffe, Steine, Erden, koordiniert das für die gesamte Bau- und Entsorgungswirtschaft. Und hier sehen Sie jetzt erstmalig die Zahlen für das Jahr 2014. Und ich will die einzelnen Fraktionen jetzt nicht durchgehen. Da ist auch die Fraktion Boden und Steine dabei, die ja sehr heterogen ist. Aber Sie sehen, wir haben insgesamt ein Aufkommen von gut 200 Millionen Tonnen verwertet. Stofflich verwertet werden insgesamt 180 Millionen Tonnen. Das heißt, wir haben eine Verwertungsquote von knapp 90%. Wenn man in einzelne Fraktionen gehen würde, wie etwa Baustellenabfälle oder Straßenaufbruch, dann sind wir zwischen 94% und 98%. Das heißt, mengenmäßig sind da nur noch sehr begrenzte Potenziale zu heben. Über den Gips kann man dann nochmal gesondert reden, aber er fällt jetzt hier mengenmäßig nicht so ganz ins Gewicht. Was wird jetzt daraus gemacht? Unter anderem werden daraus Recyclingbaustoffe hergestellt. Das war ja das Thema, was wir vorhin hatten. Sogar aus der Fraktion Boden und Steine. Links sieht man den Input. Wir produzieren insgesamt 67,6 Millionen Tonnen oder haben in 2014 insgesamt 67,6 Millionen Tonnen Recyclingbaustoffe produziert. Und wir sehen, die Fraktionen, die da die größte Rolle spielen, ist der Bauschutt und die Bau der Straßenaufbruch, wo wir eben auch diese besonders hohen Verwertungsquoten haben. Rechts sehen Sie dann den Einsatz von Recyclingbaustoffen. Ich will auch hier die einzelnen Stoffströme nicht durchgehen. Aber interessant ist oben rechts diese Fraktion Asphalt- und Betonherstellung. Das sind insgesamt immerhin 14 Millionen Tonnen, mit denen wir sozusagen Recycling betreiben, kein Downcycling. Man muss auch sagen, für andere stoffliche Verwertungspfade, etwa für den Erdbau, brauchen Sie gute Qualitäten. Wir hatten schon das Stichwort Mantelverordnung, etwa aus Gründen des Grundwasserschutzes. Dann müssen wir uns darüber unterhalten, wie man diesen Zielkonflikt auflösen kann. Aber 14 Millionen Tonnen, davon sind etwa 1 Million Tonnen, gehen in die Betonproduktion. Das ist relativ wenig, zugegeben. Deswegen müssen wir daran arbeiten. Wir sehen auch Potenzial von etwa 10 bis 15 Millionen Tonnen. Es gibt auch ein Projekt R-Beton, können Sie googeln. Gibt es eine eigene Website für Verbundvorhaben, unter anderem mit Heidelberg Zement und der TU Kaiserslautern. BASF ist auch dabei und das Ganze wird vom BMFT gefördert. Und wir hoffen, glauben schon, dass hier Potenziale sind. Allerdings müssen wir auch hier die Kirche im Dorf lassen. Es wird uns insgesamt nicht retten. Wir müssen sehen, dass es auch andere hochwertige Verwertungspfade geht. Nicht alles ist Downcycling, was gemacht wird außerhalb des Betonrecyclings. Sicherlich werden mehr Betonbauten abgerissen in Zukunft, deswegen auch dieses Potenzial. Wir müssen dann aber auch in jedem Einzelfall gucken, macht es ökologisch Sinn. Wenn ich von Flensburg nach Oberammergau fahre, um hier Betonabfälle zu verwerten, dann macht das sicherlich keinen Sinn. Also Bereitschaft ist da, über die Größenordnung kann allerdings füglich gestritten werden. Und grundsätzlich gilt, weil die Verwertungsquote schon so hoch ist, haben wir eben nur noch begrenzt Möglichkeiten, hier jeweils andere Stoffströme zu bedienen. Ja, das ist die letzte Folie, dann will ich es auch dabei bewenden lassen. Das Öko-Institut, ich fand das sehr interessant, da sollten wir uns auch noch mal näher drüber unterhalten, sieht halt hier auch bestimmte sozusagen Bewegungen am Markt, die man dann möglicherweise auch noch ein bisschen beschleunigen kann durch staatliche Interventionen oder wie auch immer, durch freiwillige Aktionen der Industrie oder Ähnliches. Grundsätzlich gilt, der Markt nimmt aber schon einiges vorweg, was hier gefordert wird. Sie sehen hier mal die Entwicklung der Bauinvestitionen real im Vergleich und korreliert mit der wertmäßigen realen Baustoffproduktion. Also wir reden hier nicht über Tonnen, sondern wir reden hier über pekuniäre Größen. Sie sehen, dass wir seit 2008 eine Auseinanderentwicklung haben. Die bewegt sich etwa im Bereich von 1,5 Prozentpunkten. Das ist also ein Stück Dematerialisierung. Das gefällt auch nicht jedem bei uns. Aber es ist einfach Tatsache. Das heißt, der Markt ist sozusagen ohnehin schon auf einem Weg, den hier manche vorzeichnen. In welcher Größenordnung das der Fall sein wird, da wollen wir jetzt auch nicht, das können wir sicherlich heute auch nicht abschließend diskutieren, aber die Bewegung ist da. Die Entkopplungstreiber, die wir qualitativ identifiziert haben, sind einerseits der Geschosswohnungsbau. Das hat das Öko-Institut ja auch gefordert. Wir sind hier mittlerweile im Vergleich zu 2006
relativ kurzer Zeitraum nebenbei bemerkt, sind wir hier von einem Anteil des Geschäftswohnungsbau am Wohnungsbau insgesamt von 30% auf über 50% gekommen. Der Trend hält weiter an, ganz einfach, weil wir diesen Zuzug in die Städte haben. Da braucht man gar nicht von Megacities reden, da reichen auch schon die Metropolregionen in Deutschland. Ein anderer Punkt ist natürlich die technische Gebäudeausrüstung, die hier zu Buche schlägt, auch übrigens bei der Sanierung von Gebäuden. Und dann die Bestandssanierung in der Infrastruktur. Vielleicht kennen Sie den neuen Bundesverkehrswegeplan, der setzt auch noch mal eindeutig Akzente auf die Sanierung des Bestands, wobei da der eine oder andere Ersatzneubau zwingend drin sein muss, wenn Sie an die eine oder andere marode Brücke denken. Also, Markt ist auch schon auf dem Weg. Und jetzt kann man noch darüber diskutieren, welche Anreize, welche anderen Instrumente man einsetzt, um diesen Weg sozusagen zu begleiten. Aber ich glaube, insgesamt stehen wir nicht gerade schlecht da. Vielen Dank. Ja, Herr Basten, vielen Dank. Jetzt sehe ich schon, Herr Kaiser hat berichtet, auf welchem Weg die Politik ist. Herr Basten hat berichtet, was die Industrie, auf welchem guten Weg sie ist. Jetzt bin ich doch mal gespannt, wo sind denn die Probleme dann bei der ganzen Sache? Und bin deswegen gespannt auf den Impuls von Herrn Norgal. Noch die kurze Frage, gab es dazu Verständnisfragen? Ja, bitte. Ja, Jens Kutzmer vom Helmholtz-Institut in Freiberg. Herr Basten, eine kurze Frage. Warum ist es so unheimlich attraktiv, aufgelassene Steinbrüche oder Sandgruben unter Naturschutz zu stellen? Ja, die Frage beantworte ich natürlich gerne. Das ist so, wir haben ja über Hotspots geredet, oder das Öko-Institut spricht auch zu Recht von Hotspots. Wir haben allerdings Hotspots nicht im Sinne von Kritikalität, sondern sehr positiv. Es ist so, dass sich aufgrund der Strukturen in aufgelassenen Steinbrüchen, ehemaligen Abbauflächen, aber teilweise auch während des Abbaubetriebs halt viele seltene Tiere und Pflanzen ansiedeln. Das auch glaubt mancher, der nicht sozusagen in der Szene ist, der glaubt das nicht. Aber fragen Sie nicht nur unsere Biologen, sondern auch durchaus kritische Geister, wie den Kollegen vom BUND, der kann das mindestens teilweise bestätigen, denke ich. Also Hotspots für Biodiversität. Insofern ist Biodiversität für uns ein Asset, ganz klar. Aber es wird auch viel dafür getan. Und zwar über die rechtlichen Anforderungen der Renaturierung oder Rekultivierung hinaus. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die haben sehr ausgefeilte Biodiversity Action Plans und Ähnliches, haben Biologen beschäftigt. Und das wird dann übrigens nicht nur in Deutschland umgesetzt, sondern auch im Ausland. Und da sind wir schon ziemlich stolz drauf, was wir da erreicht haben. Wie gesagt, auch in Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden vor Ort. Ich gebe nur ein Beispiel, das ist der Uhu. Der war noch vor ein paar Jahren auf der roten Liste. Mittlerweile hat sich die Uhu-Population in Deutschland wieder stabilisiert und 2/3 dieser Uhu-Paare brüten in unseren Gruben und Steinbrüchen. Ja, dann erstmal schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf mich erstmal beim Veranstalter für die Einladung bedanken. Nachdem der Herr Basten gerade die Situation in ganz Deutschland geschildert hat, will ich Ihnen ein spezielles Problem vorstellen, das aber vielleicht geeignet ist, tatsächlich die Konfliktlage, wie sie sich dann eben konkret einfach stellt, auch mal zu erkennen. Der Titel heißt hier Bannwald oder Rohstoffsicherung. Ich will Ihnen erstmal erläutern, was der Bannwald überhaupt ist und vor allen Dingen der Bannwald nach dem Hessischen Waldgesetz. Da gibt es in der Diskussion die Kombination Bannwald wäre unersetzlich. Das ist für einen Juristen völlig grauenhaft. Unersetzlich, das sind immer so Maximaldinge. Es war aber tatsächlich mal so, dass es so gedacht war. Dann werde ich Ihnen kurz die aktuelle Rechtslage vorstellen und dann komme ich zu dem, was eigentlich das heutige Tagung ausmacht, was nämlich die Bewertung dieser Situation schafft und wo dann auch die Konflikte drin liegen. Sie haben im deutschsprachigen Raum eine ganz unterschiedliche Interpretation des Wortes Bannwald. Da gibt es einmal die historische Bedeutung, da sage ich gleich was zu. Dann gibt es die Situation eines Totalreservates, das werden Sie in Baden-Württemberg finden. Das sind die Flächen, die nicht bewirtschaftet werden. Das ist Prozessschutz. Und in Hessen ist das was ganz anderes. In Hessen ist es angekoppelt an den Begriff des Waldgesetzes. Der kennt nämlich den Schutzwald. Also der Schutzwald schützt den Wald, aber er schützt ihn für die Menschen. Das ist das, was man so unter Emissionsschutzwald kennt und solche Dinge. Also der Bannwald in Hessen, was ganz anderes als der Bannwald in Baden-Württemberg. Das muss man vor allem sich vielleicht merken. Historisch war der Bannwald derjenige, wo der Adel drin gejagt hat.
Der hat dann einen Banner drauf gemacht und hat gesagt, das ist meins. Und jeder, der an irgendwas dran ging, vor allen Dingen an das Wild, zum Teil auch an das Holz, der wurde, so wie das damals üblich und Sitte war, ne, mit Gottes Segen bestraft. Also die Zeiten sind vorbei. Der Vorteil war, den wir heute noch davon haben, ist, dass dort, wo große Bannwälder waren und der Adel gesagt hat, da will ich jagen, da sind die Wälder erhalten. Das sind in der Regel großflächige, auch heute noch vorhandene Wälder, zum Teil sehr alte Wälder, auch historisch sehr alte Wälder, weil da eben keiner ran durfte. Der Bannwald, eine Form des Schutzwaldes, wie ich ihn schon gesagt habe, in Hessen, wird festgelegt durch eine Rechtsverordnung. Ich habe Ihnen hier den Paragraphen drauf gemacht. Diese Rechtsverordnung kann nicht beliebig erlassen werden, sondern es muss eine Voraussetzung erfüllt sein, nämlich dieser Wald, so muss behördlich festgestellt werden, muss aufgrund seiner Lage und seiner flächenmäßigen Ausdehnung in seiner Flächensubstanz im Hinblick auf seine Schutz-, Klimaschutz- und Erholungsfunktionen im besonderen Maße schützenswert sein. Diese Schutzfunktionen, die hat der Wald sozusagen immer in Bezug auf den Menschen. Ja? Also dem Wald selber ist die Schutzfunktion relativ egal. Ich sage das mal salopp, für uns ist sie von Bedeutung. Spätestens bei der Erholungsfunktion ist das, glaube ich, für jedermann einsehbar. Also wird in Hessen ein Bannwald durch einen formalen behördlichen Akt, kommt er in die Welt. Früher nannte man das Bannwalderklärung. Nach der Gesetzesnovelle 2014 nennt man es Bannwaldverordnung. Es ist in jedem Fall das, was Sie klassischerweise ein Schutzgebiet, nämlich nach Forstrecht. Jetzt springe ich in die Geschichte zurück, damit Sie die Problematik noch ein wenig verstehen, die dahinter steht. Man hatte in den 70er Jahren im Lande Hessen festgestellt, dass gerade im Ballungsgebiet für alle möglichen Verwendungszwecke, Siedlungsbau, Straßen, Verkehrswegebau, Abgrabungen, aber wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, was Landschaft in Anspruch nimmt und was Wald in Anspruch nimmt, hatte in dieser Zeit dazu geführt, dass der Wald sehr stark abgenommen hatte. Das war so die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 70er Jahren hat man dann gesagt, auch im Landtag im Lande Hessen, das wollen wir nicht mehr. Und man hat ins Gesetz eben diesen Bannwald hineingeschrieben. Und bis 1993, das können Sie hier aus der Pressemitteilung auch erkennen, letzter Satz, ich glaube, so funktioniert es, ne? Wie mache ich das Licht? Darüber. Auf jeden Fall der letzte Satz, die Rodung und Umwandlung von Bannwald ist verboten. Es gab tatsächlich vom Gesetzgeber, vom Landtag, also es war völlig klar, alle waren der Meinung, was einmal Bannwald ist, bleibt Bannwald, kommt keiner unter keinen Umständen mehr dran. Also da war sozusagen die Gegenbewegung richtig ins Rollen gekommen. Vorher hat man gesagt, wir nehmen uns den Wald, der Eigentümer war meist die öffentliche Hand, kann man gut dran. Anschließend hieß es, bestimmte Wälder wollen wir gar nicht mehr, die sind jetzt mit Käseglocke versehen. Dann diese Geschichte hier 1993, damals der damalige Landesentwicklungsminister, das war selber so, den Titel hat er sich gegeben, Jörg Jordan, SPD, wollte politisch ein Zeichen setzen gegen, noch wirklich als Abschluss sozusagen der Diskussion um die Erweiterung des Frankfurter Flughafens. Damals sind die Menschen in großer Zahl in den Wald gegangen, um den Wald zu schützen. Die Bilder haben vielleicht manche noch in Erinnerung. Wer im Rhein-Main-Gebiet zu Hause ist, hat sie ganz sicher in Erinnerung. Es gab heftigste Auseinandersetzungen. Und viele Jahre später, eben 1993, sagte die damals zweite rot-grüne Landesregierung, wir ziehen die Konsequenzen, wir schützen diese Wälder, sowas soll es hier nie mehr geben. Und dann wurden viele dieser Wälder, diese großen historischen Bannwälder, wurden formal auch unter Bannwald gestellt, weil man gesagt hat, im Rhein-Main-Gebiet soll der Wald geschützt werden. Da ging natürlich der entsprechende Entscheidungsprozess vorher, da hat man auch geguckt, welche Flächen können wir denn unter Schutz stellen? Welche wollen wir gar nicht unter Schutz stellen, weil wir eben noch sagen, was weiß ich, Bundesverkehrswegeplan sagt, die Autobahn muss verbreitert werden. Oder eine Kommune hat schon 10 Jahre lang ein Bauleitplanverfahren laufen. Oder eben auch Aspekte der Rohstoffsicherung. Also am Ende blieb aber ein Gerüst über, eine Flächenkulisse und die wurde unter Schutz gestellt, Bannwald. Mit dem Ziel, hier ist die Welt jetzt sozusagen geklärt, weitere Eingriffe nicht. Damit war der Bannwaldschutz in diesem Raum eine politische und auch rechtliche Zusicherung an die Bevölkerung. Ja. Voraussetzung war die Erklärung und der behördlichen Feststellung. Dieser Begriff des unersetzlich war ganz wichtig. Der steht auch in den Erklärungen, in den alten drin. Also alt jetzt 1993 und Co. Da steht drin, das machen wir, weil dieser Wald unersetzlich ist. Und immer in Bezug auf das Wohlbefinden des Menschen im Hintergrund. Ja. So, und dann kam eine weitere Diskussion, soll der Frankfurter Flughafen erweitert werden, die begann 1998 und es war völlig klar, wenn man ihn erweitert, muss man in den Bannwald. Und rundherum hatte man ja nun gerade wenige Jahre vorher den Wald zum Bannwald erklärt und die Politik geriet erheblich unter Druck.
Was macht sie nun mit einer Sache, die sie nun gerade selber sozusagen dem Bürger versprochen hat? Es setzte also eine heftige Diskussion darüber ein, ob das denn wirklich so wäre, dass man an den Bannwald nicht drankam. Man hat in der Konsequenz, kann ich Ihnen sagen, man hat dann das Gesetz geändert, damit da auch ja sozusagen dann vor Gericht nichts passiert, damit man doch an den Bannwald drankam. Das war so bis 2013, da hat man nochmal das Waldgesetz novelliert, aber es blieb immer sozusagen dieser schwächere Schutz des Bannwaldes über. Dann kam die erste schwarz-grüne Regierungskoalition in Hessen und die hat gesagt, wir machen das wieder anders mit dem Bannwaldschutz. Es wird zwar nicht der Vollschutz, also dieser komplette Käseglockenschutz, aber es soll wieder besser werden. Und insbesondere wollte man sozusagen auch diese großen Flächen in Anspruch nehmen, durch die Abgrabung nicht mehr haben. Was man zugelassen hat, da kommen wir gleich noch zu, sind bestimmte Formen von Verkehrswegen. Insbesondere hat man den Nahverkehr, also Ausbau des S-Bahn-Netzes, da hat man gesagt, das sind Dinge, sozusagen, die können den Bannwaldschutz überwinden. Sage ich Ihnen gleich dazu, hat der BUND auch zugestimmt, weil wir gesagt haben, die Alternative ist sonst die Straße, dann nehmen wir lieber die S-Bahn. Also man versucht ja auch realpolitisch dann durchs Leben zu kommen. Ergebnis ist, die neue gesetzliche Regelung stellt den ganz alten Vollschutz nicht wieder her, war aber trotzdem eine deutliche Verbesserung wieder. So, es gab natürlich dann Ausnahmen. Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen sich mit Juristerei beschäftigt hat, weiß, dass die Juristen immer Ausnahmen, die schreiben erst Verbot und dann schreiben sie Ausnahme vom Verbot. Für den Bürger sehr schwer, für den Juristen gar nicht mehr anders vorstellbar, habe ich auch alles lernen müssen. Der Punkt 1 ist aber einer, der einem sehr schnell klar macht, dass das sinnvoll ist. Also wenn Gefahren für die öffentliche Sicherheit, Ort, Leben, Gesundheit und so weiter, also dass es Dinge gibt, wo man sagt, also es gibt auch noch Wichtigeres als den Bannwald, wenn es um Wohl und Leben geht und so und Gesundheit, dann glaube ich, sind wir da alle ganz schnell einer Meinung. Dann kam der zweite Punkt, das war der, den ich gerade gesagt habe. Die anderen Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses, da fragt man sich dann immer, was ist denn das? Was kann das alles werden? Da war uns schon klar, eine weitere Flughafenerweiterung würde da wieder reinpassen. Aber der entscheidende Punkt kam dann danach, darüber, das wurde richtig reingeschoben noch im Gesetzgebungsverfahren, dass die überregionale Bedeutung des Aus- und Neubaus von Schienenverkehrsinfrastruktur gemacht werden sollte. So. Also ansonsten hat man gesagt, das mit den ganz überwiegenden Gründen des öffentlichen Interesses, das war so die Regelung, die jeder Jurist sagt, die muss da rein, wir wissen nie, was kommt. Und im Hinterkopf hatte die Landesregierung sofort wieder die nächste Flughafenerweiterung. Kann ich Ihnen sagen, die Losung heißt dort nämlich, jede Generation darf neu entscheiden. Das hat man geändert, nicht mehr so, das ist das letzte Mal. Holger Börner hat ja mal gesagt, kein Baum wird mehr fallen. Die neue Diktion heißt, das darf jede Generation selber entscheiden. Die spannende Frage war jetzt aber, ist das öffentliche Interesse und das erforderliche Grund des überwiegend öffentlichen Interesses, ist damit auch die Rohstoffsicherung umfasst oder nicht? Das wurde in verschiedenen Diskussionen im Landtag bei der Gesetzgebung diskutiert. Wir hatten eine Situation, das ist die, auf die wir jetzt konkret kommen, die war nach der alten Rechtslage, die bis 2014 noch existierte, gemacht worden, wo der Schutz eben nicht so stark war. Wer sich ein bisschen auskennt im Rhein-Main-Gebiet, kennt dieses große Blaue dort oben, ist der sogenannte Langener Waldsee. Diese langgestreckte Form ist dadurch zustande gekommen, dass man historisch, also historisch ist der falsche Begriff, aber 30 Jahre zurück hat man gedacht, irgendwann wird Frankfurt mal Austragungsort der Olympischen Spiele und dann braucht man eine Regattastrecke. Und dann hat man gesagt, naja, wenn wir da sowieso Rohstoffe haben, dann mauern wir die doch gleich so, dass wir anschließend die Regattastrecke haben. So kam dort oben diese lange Form zustande. Die Planfeststellung heißt auch Regattastrecke, ne? Also Olympia-Regattastrecke und so. Da ging es gar nicht um Kiesabbau. Das wurde genehmigt, damit Regattastrecke entsteht. Also die Wechseldinge der Geschichte, auch der politischen Ideen, ist da abzulesen. Und dann kam die neue Genehmigung, die können Sie erkennen an dem schraffierten Teil in der sogenannten Südosterweiterung. Die rote Fläche war beantragt, die ist nicht genehmigt worden. Da wäre man in das Grundwasser, in das Trinkwasserschutzgebiet der Stadt Waldorf hineingegangen, also ausgewiesenes Trinkwasserschutzgebiet. Da eine Nassabgrabung erfolgen würde, hat man gesagt, das machen wir nicht. Trinkwasserschutz im ausgewiesenen Schutzgebiet, also das machen wir nicht, dass wir das Grundwasser öffnen. Der Rest ist genehmigt worden, 63,7 Hektar. Die Bevölkerung stand Kopf, der BUND stand Kopf. Was dann passiert, wenn das Geld dann auch noch stimmt, ist eine Verbandsklage. So, jetzt springe ich zu einem anderen Fall. Dieses Gebiet, wo dieses Urteil ergangen ist, am 7.7.2015, ist auf der anderen Seite des Frankfurter Flüsslands. Der Langener Waldsee ist im Osten. Hier reden wir jetzt über eine Fläche im Westen. Ich glaube, 20 Hektar groß. Dort hat die Landesregierung konsequent gesagt, hier wird nicht abgegraben, hier ist Bannwaldschutz.
Der betroffene Unternehmer sagt natürlich nicht, ich sehe das einfach ein, dann habe ich halt Pech gehabt, sondern der sagt, ich gehe zu Gericht. Für ihn geht es ja um viel Geld. Und der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat ihm Recht gegeben. Und zwar mit der Begründung, es geht gar nicht darum, dass der Bannwald dauerhaft aufgehoben wird. Und nur die dauerhafte Aufhebung wäre verboten. Das Gericht hat gesagt, wenn wir hier hinkommen, dass ja nach 16 Jahren wieder aufgeforstet wird, dann ist das ja nur vorübergehend. Und vorübergehend ist es ja gar nicht verboten. Das ist keine Rodung. Und damit sozusagen ist dieser Bescheid auf falscher Rechtsgrundlage, ist hinfällig, Behörde macht neu, ansonsten Bescheide positiv. Also Bescheide neu, der alte kann nicht stehen bleiben. Dieses Ding ist jetzt nach neuer Rechtslage ergangen. Also politischer Wille war eindeutig, wir wollen wieder mehr Schutz des Waldes haben. Und das Gericht sagt, eine 16 Jahre sozusagen Nutzung, dann wieder, also danach so beginnt die Wiederaufforstung, ist keine Umwandlung sozusagen auf Dauer und deshalb greift es nicht. Die Landesregierung, die Fachbeamten alle erschüttert, hatten sie noch nie gesehen. Keiner wusste sozusagen, was man, wie das Gericht auf die Idee kam. Es gibt dafür auch keinen Präzedenzfall. Es ist hessisches Landesrecht, damit ist auch der VGH in Kassel die letzte Instanz. So ist die Welt dann eben manchmal. Jetzt stellt sich für uns folgende Frage. Wenn dieses Urteil, das ja nun in der Welt ist, und wenn das jetzt bleibt, es ist für einen konkreten Fall gesprochen für 16 Jahre. Wie hätte denn das Gericht entschieden, wenn es um 20 Jahre geht oder um 25 Jahre? Keiner weiß es. Die Tür ist auf. Ja? Wenn man sich überlegt, dass nach 16 Jahren eine Wiederaufforstung beginnt und die Schutzfunktionen des Waldes aber nicht dann einsetzen, wenn der Wald so hoch ist, sondern wenn er eben richtig hoch ist, dann müssen wir mal 150 Jahre ansetzen, dann ist eigentlich das, was die Bannwaldverordnung will, in 150 Jahren wieder da. Ich bleibe jetzt mal in der Logik. Vorher kann es eigentlich nicht da sein. Ja? Alte Wälder werden normalerweise sogar mit 160 angesetzt. Also ich bin da schon ein bisschen früh. Also nur mal über den Daumen ran. Das hat das Gericht aber nicht interessiert. Weil das Gericht gesagt hat, ich hebe nur ab auf die Zeit der Flächenkategorie. Der eigentliche Sinn der Ausweisung ist dabei vorbei. Was heißt das in der Praxis? Na, der Bannwaldschutz ist de facto aufgehoben. Sie müssen doch, wenn Sie ein solches Idee plötzlich Angebot bekommen, dann wissen Sie schon, mit 16 Jahren komme ich durch die Tür. Also da wäre man doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man seine Planung nicht darauf ausrichtet, dass sie nach 16 Jahren zu Ende ist und dann wieder der Waldaufbau beginnt. Also muss ich doch nur die Planung entsprechend gestalten. Ob dann wirklich die Rekultivierung klappt, das weiß doch keiner. Jetzt springe ich zurück zu diesem Bild. Wenn Sie hier diese grünen Teile hinten sehen, rechts im Osten, da sollte die Rekultivierung, komplette Aufforstung bis zum 31.12.2015 abgeschlossen sein. Dieses Bild ist von 1993, nämlich mit der Genehmigung der neuen Auskiesung vom Regierungspräsidium eröffnet worden. Sie sehen, das hat nicht geklappt, das ist bis heute nicht so. Welche Folge hat es also, wenn im Planfeststellungsbeschluss steht, die Rekultivierung, Aufforstung muss bis 31.12.2015 abgeschlossen sein und sie ist nicht abgeschlossen? Kann ich Ihnen sagen, keine, überhaupt keine. Es geht sogar noch weiter. Die Neuauskiesung ist daran gekoppelt, dass sie abschnittsweise vorgeht und Sie dürfen sie nur vornehmen, Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3 dürfen Sie nur machen, wenn Abschnitt 1 verkippt ist und die Aufforstung startet. Jetzt haben wir also die Situation, alte Aufforstung, also alte Rekultivierungspflicht nicht erledigt, neue über Planfeststellungsbeschluss strenger gefasst. Was macht ein Unternehmen, hat ja Interessen, stellt einen Antrag auf Änderung des Rekultivierungsbeschlusses, also Planfeststellung zur Rekultivierung für oben, für den ersten Teil, mit dem Ziel, dort die Rekultivierung auf 30 Jahre zu strecken. Seit 2 Jahren im Verfahren. Die Behörde sagt keine UVP-Pflicht, weil keine besonderen Umweltbelange berührt werden. Ja, muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Und das Ganze natürlich völlig klar, um den unteren Abbau zu stabilisieren, weil man hat die Massen gar nicht. Im Gerichtsverfahren, Verwaltungsgericht Darmstadt, haben wir thematisiert, dass doch hier eine Kopplung drin ist. Sagt das Gericht, wieso denn? Sind doch 2 verschiedene Planfeststellungsbeschlüsse. Damit will ich schließen. Schönen Dank. Ja. Fangen wir mal hier vorne an, Herr Klaus.
Guten Tag, ich bin der Herr Klaus von der Eurovia, habe auch am Planspiel der Mantelverordnung teilgenommen. Und da hat sich ja dann, ich sag mal, in Kassel, tolle Veranstaltung, tolle Location rausgestellt, wenn die dritte Vorlage der Ersatzbaustoffverordnung mit diesen strengen Regularien des Wiedereinbaus von Stoffen quasi in die Praxis umgesetzt wird, dann werden Sie auch die Auflagen aus Ihrer Planfeststellung nicht erfüllen können, weil der Markt dann diese Ressourcen nämlich nicht anbietet oder anbieten kann, weil das quasi einer, ich sag mal, Verfüllung bodenähnlicher Anwendung gleichkommt, das, was wir ja heutzutage kennen. Auch da sollte der Regelwerksgeber drüber nachdenken, dass wir uns da nicht Tür und Tor zumachen mit der neuen Ersatzbaustoffverordnung. Unbenommen der Begrifflichkeit Ersatzbaustoff. Danke. So, das ist für mich die Gelegenheit, was zur Mantelverordnung zu sagen. Und sehen Sie, genau Ihr Beitrag spiegelt in der ganzen Atmosphäre unser Problem wider. Weil das wird uns seit ungefähr 10 Jahren erzählt. Wenn ihr die Mantelverordnung macht, dann geht die Welt unter. Dann haben wir kein Material mehr zum Verbüllen und es wird alles ganz schrecklich. Gut. Auf der Ebene ist es sehr schwierig, einen rationalen Diskurs zu führen, weil wir müssen einfach ein bisschen genauer hingucken. Also ich bin für die Mantelverordnung selber nicht zuständig, darf also frei reden. Ja? Der Sinn der Mantelverordnung ist genau das, was Herr Hoffmann eingefordert hat. Er soll für die Leute, die bauen, Rechtssicherheit schaffen. Wir haben heute eine etwas unübersichtliche Rechtslage, nicht keine Rechtslage, aber eine etwas unübersichtliche. In jedem Land unterschiedlich, auf untergesetzliche Regelungen gestützt, deren Bestand vor Gericht häufig gegeben ist, manchmal auch nicht. Die Situation ist für alle Beteiligten unerfreulich. Weniger von den ökologischen Standards, die sind in der Regel, komme ich gleich zu, ganz ordentlich, aber für die Akteure. Wir wollen das also jetzt in einem sehr sorgfältig ausgearbeiteten System, das für die verschiedenen Einbauarten Standards setzt, so ordnen, dass jeder weiß, wo er dran ist. Und wir wollen das, was wir da machen, gut harmonisieren mit der Bundesbodenschutzverordnung, die wir bei der Gelegenheit komplett überarbeiten, und mit der Deponieverordnung, sodass man das eine selbe Material nicht zweimal ins Labor schicken muss. Einmal, wenn man es einbaut und einmal, wenn man es dann nicht einbaut, sondern zur Deponie schickt. Sondern mit einer Messung, mit entsprechenden Umrechnungstabellen und Anerkennungen das regeln kann. Und wir sind da nicht perfekt. Das ist sehr kompliziert. Das ist zum Teil Europarecht, zum Teil Bundesrecht, zum Teil Landesrecht. Sehr traditionelle Strukturen. Leute, die fürchterlich schreien, wenn man dann in ihre Reagenzgläser geht. Es ist sehr kompliziert. Aber das, was man in einem realistischen Zeithorizont der letzten 2-3 Jahre, wo wir das intensiv betreiben, machen kann, das haben meine Leute da, glaube ich, auch hingekriegt. Wir sind mit dem Projekt relativ weit und wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr einen Verfahrensschritt weiterkommen. Ich wollte mich nochmal bedanken bei Ihnen und bei allen, die bei dem Planspiel mitgemacht haben. Das Planspiel war beliebig kompliziert, aber außerordentlich lehrreich. Also wir haben da wirklich viel draus gewonnen. Ich glaube, die meisten Beteiligten, die dabei waren, auch. So. Was ist jetzt mit dieser Geschichte, wir dürfen nicht mehr verbauen? Also ich sage das jetzt mal ein bisschen locker. In 14 von 16 Bundesländern hält man sich an Vorgaben der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser. Bei der Frage, was darf an Material verfüllt werden und was muss auf der Deponie. An 1 bis 2 Bundesländern gibt es andere Regelungen, die dazu führen, dass man sehr viel mehr Material nicht auf die Deponie bringt, sondern irgendwo verbauen kann. Also auf Deutsch gesagt, dort passieren Sachen, die im Rest des Bundesgebiets nicht zugelassen werden. Warum? Weil es sich um Materialien handelt, die real oder potenziell belastet sind und von denen eine Gefahr fürs Grundwasser ausgeht. Also das, was die Leute in diesen 1 bis 2 Bundesländern machen, ist einfach hochgefährlich und aus unserer Sicht ökologisch nicht vertretbar. Das ist aber dort eingespielt und das sind relativ große, in den jeweiligen Regionen relativ große Massenströme. Ja? Und jetzt, wenn wir sagen, das wollen wir nicht mehr, das lassen wir nicht mehr zu, kommen die natürlich und schreiben Briefe an Abgeordnete, wir gehen in die Pleite. Komisch, in 14 von 16 Bundesländern geht es. Ja? Also wir werden das vermutlich auskämpfen müssen, diese Diskussion. Und es geht nicht um 70, 80 Millionen Tonnen, sondern wenn man skeptisch rechnet, wir sind jetzt mit Sachen, die aus der Bundesbodenschutzverordnung neu gekommen sind. Wir waren tatsächlich bei 2 bis 3 Millionen Tonnen. Wir sind jetzt bei etwa 10 Millionen Tonnen. Die ist bei einer skeptischen Schätzung erfasst, die wir zusätzlich auf die Deponie bringen müssen. Wir haben nicht die Leidenschaft, Material auf die Deponie zu fahren. Ja? Wir haben Interesse daran, dass möglichst viel wiederverwertet wird. Aber im Spannungsverhältnis von ökologischer Belastung und sogenannter Wiederverwertung muss man irgendwann entscheiden, das lassen wir zu, das lassen wir nicht zu. Und das versuchen wir jetzt einheitlich und rechtssicher zu machen. Sie merken, ich rede mit einem gewissen Enthusiasmus, denn dieses Projekt Mantelverordnung schmort in unserem Hause seit einem Jahrzehnt.
Und die Diskussion war in Phasen, auch ich bin damit sozusagen thematisch befasst, ohne zuständig zu sein, seit 2010. Sie war nicht immer vergnüglich vom Niveau, vom Stil, von der Qualität der Argumente auf beiden Seiten. War nicht immer vergnüglich. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass wir durch die Prozedere der letzten zwei Jahre und auch wirklich eine Schlüsselerfahrung, dieses Planspiel, auf einem sehr guten, konstruktiven Weg sind. Hoffe, dass es zu einem Ergebnis führt, denn wieder der letzte Satz ist der erste. Es ist im Interesse aller wirtschaftlich Beteiligten, dass wir dort zu einem guten, qualifizierten Ergebnis kommen. Und wenn es jetzt bei unserem Entwurf noch Kritik gibt, wir haben ein langes parlamentarisches Verfahren vor uns, da können wir das auch noch abarbeiten. Wollte ich noch was, ich glaube, ich sollte noch, fairerweise sollte ich noch was sagen. Als Herr Basten vortrug und sagte, unsere Abbaugebiete sind prima für den Naturschutz. Nicht? Manche Leute im Saal guckten mich da erwartungsheischend an. Wir haben uns das auch gefragt, als wir Progress 1 gemacht haben. Sie erinnern sich, nicht? Genau diesen Diskurs hatten wir. Wir haben uns intensiv mit unseren Naturschützern ausgetauscht. Und ich möchte einfach sagen, in der Regel ist das so, wie Herr Basten das sagt. In der Regel ist es in Deutschland der Standard, diese Standorte werden wiederhergestellt, nicht als Ruinenlandschaften hinterlassen, wie wir das in anderen Ländern in der Regel haben, ja, werden wiederhergestellt, werden häufig naturschutzfachlich betreut, häufig in Naturschutzgebiete überführt, sind ja noch zwei verschiedene Stufen, und die Qualität von dem, was dort hinterher für die Natur herauskommt, ist gut. Es gibt die Ausnahme, auch in Ihrer Landschaft gibt es Schurken. Ne? Es gibt Leute, die ihre Auflagen nicht erfüllen. Aber das muss man einfach mal ausdifferenzieren. Ne? Eine zweite Frage ist, ob die Konflikte, die entstehen, wenn man solche Anlagen betreibt, immer vergnüglich sind. Ne? Ein schönes Beispiel aus Hessen hatten wir gerade. Ne? Es gibt den Aufschrei aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf. In unserem Bezirk gab es früher keine Seen. Insofern haben wir inzwischen haben wir so viele Seen, wir wissen uns nicht mehr zu retten. Ja? Ein Aufschrei des Bezirksplanungsrats getragen von sämtlichen dort vertretenen Fraktionen, Klammer auf, einschließlich der FDP, Klammer zu. Nicht? Also das ist eine zweite Dimension. Wie viel an, jetzt jenseits dieser beeindruckenden Gesamtzahl, wie viel an Abbauflächen können wir uns in der konkreten Situation an bestimmten Standorten leisten. Und da kommen wir jetzt wieder und sagen, auch der Kiesabbau ist ein Prozess großtechnischer Art mit Emissionsfolgen, mit Eingriff in die Natur und wir wollen versuchen, das zu beschränken. Es ist was anderes als die Braunkohle in unserem Diskurs. Bei der Braunkohle, dem muss man sagen, das hört auf. Ihr Abbau wird gesichert nicht aufhören. Wir werden, auch wenn wir alle Register ziehen, das zeige ich ja auch das Projekt, sicherlich auch weiter primäre Rohstoffe in ihrem Bereich brauchen. Vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen weniger als heute, wenn wir gut arbeiten. Gut, vielen Dank, Herr Kaiser. Ich glaube, Herr Basten, Sie haben direkt eine Rückmeldung dazu. Ich habe aber auch gesehen, wir haben noch drei Wortmeldungen hier aus dem Publikum. Kommen wir gleich dazu. Ja, vielleicht einfach direkt, will dem Zuhörern und Besuchern hier nicht vorgreifen. Aber ich meine, man muss mal eins sagen, wir arbeiten ja an vielen Stellen zusammen. Es ist natürlich problematisch, wenn man hier einen Einzelfall rausgreift, ohne dass das Unternehmen, das seine eigene Sicht der Dinge hat, sich hier sozusagen mit seinen Argumenten präsentieren kann. Ich kann es nicht. Es gibt natürlich Fälle, wo wir auch in bestimmte Gebiete, sogar in FFH-Gebiete reingehen. Das macht aber unter Umständen durchaus Sinn. Wir haben ja vorhin, jetzt könnten wir auch eine lange juristisch, ich bin kein Jurist, könnten wir eine lange Diskussion darüber führen, was im überwiegenden öffentlichen Interesse ist. Nur wenn man eine Industrielandschaft in gewisser Weise erhalten will, also Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung Deutschlands bei knapp 22%, Reindustrialisierungsziel der Europäischen Union überhaupt mal wieder auf 20% bis 2020 zu kommen, übrigens auch ein Ziel, was man meines Erachtens kaum schaffen wird, dann wird das nicht ohne Rohstoffe gehen. Und dann kann es natürlich Fälle geben, wo Interessen aneinander geraten. Und da muss man die rational austragen, bei all dem, was wir an vielem Guten zusammen an anderer Stelle machen. Aber nochmal, hier hätte meines Erachtens das Unternehmen sich auch äußern müssen, ist meines Erachtens ein Gebot der Fairness. Insgesamt muss man sagen, gibt es Fälle, wo man auch in Schutzgebiete reingehen muss. Es gibt sogar einen Leitfaden der EU-Kommission zur Rohstoffgewinnung in Natura 2000-Gebieten, die unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die sind sehr eng,
das ermöglicht. Nochmal, insgesamt, ich habe die Zahl auch vorhin genannt, greifen wir sowieso nur in 25-30% auf Waldflächen zurück. Und das ist in der Regel wirklich Nadelholz, das teilweise sehr schnell nach dem Krieg wieder aufgeforstet wurde. Und ich glaube, da machen wir danach Besseres draus. Und das, wie gesagt, auch weitgehend anerkannt. Gut. Ich habe jetzt erstmal noch drei Meldungen aus dem Publikum. Ich glaube, wir fangen mit Ihnen an. Ich glaube, wir kennen uns auch aus dem Planspiel. Ich habe mir Ihren Namen vergessen. Wenn wir mit Ihnen anfangen, bitte. Ja, mein Name ist Enger, Bundesverband Mineralische Rohstoffe. Ich möchte zunächst mal zu dem Beitrag von Herrn Norgel eingehen. Sie haben jetzt an einem Beispiel dargestellt, wie ein Abgrabungsprojekt vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man sich das allgemein vorstellt. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch deutlich gemacht, dass es ganz nach Recht und Gesetz gegangen ist. Das muss man immer wieder betonen. Die Unternehmen machen nicht einfach, was sie wollen, sondern die durchlaufen ein sehr komplexes, sehr langwieriges Rechtsverfahren, in dem auch alle Beteiligten die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Insofern darf man das jetzt hier nicht so an den Pranger stellen. Der zweite Punkt ist die Rohstoffversorgung insgesamt. Herr Basten hat es ja ausgeführt, die ist einfach erforderlich. Da hatten wir heute Morgen verschiedene Ansätze gehört, wie man die reduzieren kann. Das würde mich natürlich noch viel stärker interessieren, wie man es schaffen kann, beispielsweise vom Einfamilienhausbau auf den Mehrfamilienhausbau zu kommen, ohne planwirtschaftliche Instrumente anzuwenden. Wir hatten eben in der Pause schon mal das Thema Verschiebung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Da sehe ich im Augenblick, dass wir das die letzten Jahrzehnte versucht haben, letztendlich ohne Erfolg, und die Bahn sogar ganz andere Wege geht, indem sie eben Anschlüsse stilllegt. Also da bin ich doch sehr skeptisch, dass man in diese Richtung da weiterkommt. Ja, das erstmal soweit von mir. Ich glaube, Einsatz von Recyclingmaterial ist einfach erforderlich. Wir hatten den Beitrag von Herrn Reiche, der völlig richtig ist. Wir müssen sehen, dass Recyclingmaterial uneingeschränkt eingesetzt werden kann. Aber da kann man dann nicht auf die natürlichen Rohstoffe eingehen und die reduzieren, sondern da muss man im Recycling anfangen. Würde ich gerne Sie noch mit dran nehmen, ja? Ja, ich bin's nochmal, Herr Kaiser. Jetzt haben Sie mich so gelobt für den lichtvollen Beitrag. Ich versuche auch noch mal ein bisschen weiteres Licht reinzubringen, weil das Thema Mantelverordnung, Ersatzbaustoffverordnung uns natürlich als Hersteller von industriellen Gesteinskörnern aus der Stahlindustrie maßgeblich bewegt. Wir finden das gut, dass hoffentlich irgendwann eine bundesweit harmonisierte Regelung da ist. Ich glaube, da sind wir uns weitestgehend einig. Einen Flickenteppich von 16 Länderregelungen dazu haben, das macht auf Dauer keinen Sinn. Also von daher haben wir auch immer gesagt, volle Unterstützung. Nur es kommt dann schon, man muss auch da ins Detail gucken, es kommt auf den Rahmen an. Und jetzt bin ich wieder bei dem, was wir heute Vormittag schon diskutiert haben. Wenn wir Ressourceneffizienz ernst nehmen und Kreisläufe schließen wollen und das fördern wollen, dann müssen wir nicht aufpassen, dass wir das, was wir vorne gut anfangen, uns hinten schon wieder einreißen mit Bestimmungen, mit Regelungen, die einfach überzogen sind. Von daher Stichwort Planspiel, Herr Blair, Sie waren dabei, habe ich gehört. Unsere Industrie war auch mit dabei. Der Herr Alt war, glaube ich, der ist auch hier, der war mit im Team an Bord. Leider haben wir bis heute keinen Schlussbericht gesehen. Ich habe gehört, die Ergebnisse sind aber schon in den dann, Sie haben es ja angedeutet, wahrscheinlich noch als Weihnachtspräsent unter dem Weihnachtsbaum liegenden Referentenentwurf eingeflossen. Die Ergebnisse für unseren Stoffstrom, der leider nicht separat modelliert worden ist, sondern wieder nur mit anderen Stoffströmen zusammen abgebildet worden ist, zeigen einen weiteren Einsatz, eine zusätzliche Menge bei der EBV, wenn die realisiert wird, nach dem Motto, alles gut, alles super, ihr könnt noch mehr einsetzen. Wir haben das Ganze auch mal selber gerechnet und wir kommen zum Ergebnis, dass 40% unseres Stoffstroms, der seit Jahrzehnten in bewährte Einsatzfelder geht, im Verkehrsbau, dann in die Deponierung geht. Ob wir damit beim Thema Ressourceneffizienz weiterkommen, da mache ich nochmal ein Fragezeichen. Also ich gebe Ihnen recht, bundesweit harmonisiert ist gut, aber da müssen wir sicherlich dann im parlamentarischen Verfahren nochmal nacharbeiten. Gut, vielen Dank. Noch ein Wort vielleicht zu mir. Der Abschlussbericht, der ist tatsächlich im Entwurf, liegt der vor. Wir sind in der letzten Schleife noch mit dem Ministerium und das Ziel ist natürlich, dass das parallel mit dem Referentenentwurf
dann fertiggestellt wird. Aber ich glaube, Herr Mader, Sie haben noch eine Wortmeldung und wir haben dann noch mehrere. Ich glaube, Sie haben aber zur Mantelverordnung, dann nehme ich Sie dann. Ja, Mader ist mein Name vom Bayerischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden. Ich möchte auf das Statement von Herrn Kaiser eingehen. Ich komme aus einem Bundesland, das Sie angesprochen haben, das also da Wassergefährdung betreibt. Da muss ich dazu sagen, da hat die Bundesbodenschutzverordnung einen kleinen Strickfehler insgesamt. Und zwar, sie betrachtet nur den Inhalt eines Stoffes. Also und sagt dann, wenn der Stoff, also wenn der Inhalt bestimmte Menge überschreitet, dann ist er gefährlich für das Wasser. Er betrachtet nicht, wie es zum Beispiel auch die EBV macht, die Ersatzbaustoffverordnung, die Standortbedingungen. Und da ist es so, wenn ich im Voralpenland 70, 80 Meter Lehm habe, bis ich dann aufs Grundwasser treffe, ist das was anderes, als wenn ich jetzt im norddeutschen Tiefland nach 50 Zentimeter Grundwasser antreffe. Also und das ist bisher nicht berücksichtigt worden und daher kommen dann die großen Stoffstromverschiebungen auch und auch die große Aufregung, die Sie jetzt erleben. Und im Übrigen, wir machen das seit mittlerweile 13 Jahren und machen das begleitend mit Grundwassermonitoring. Das zweimal im Jahr wird das Grundwasser rings um die Verfüllungen überwacht, chemisch überwacht. Und ich kann Ihnen berichten, wir haben keine Grundwasserschäden, so wie Sie es vermuten, bisher feststellen können. Danke. Gut, vielen Dank. Es gab ein paar Rückmeldungen auch hier vom Podium. Die Bitte, um Stellung zu nehmen, Herr Norgal und Herr Buchert, glaube ich. Ja, ich glaube, ich bin missverstanden worden, wenn ich hier irgendein Unternehmen kritisieren wollte. Die Unternehmen haben Interessen und die verfolgen sie. Das ist völlig in Ordnung. Was ich kritisiert habe, ist tatsächlich Recht und Gesetz. Und das allerdings sehr deutlich. Weil wenn Sie eine Situation haben, wo einmal eine Genehmigung erteilt wird, und damit im Prinzip, ich sag mal, ein politischer Spannungsbogen aufgemacht wird zwischen dem, was man mal signalisiert hat mit einer Schutzgebietsausweisung und einer anderen. Und Sie erleben dann sozusagen, dass diese Frage, und da sind wir ja bei der Frage des Standorts, da geht es ja gar nicht darum, sozusagen, ob man überhaupt abbaut und wie das generelle Verhältnis, da geht es um eine einzelne Standortfrage. Und dann sagt das Gericht im Endeffekt sozusagen, ja, die Nähe zum potenziellen Verbrauchsort ist maßgeblich, aber natürlich regelt niemand, wohin der Unternehmer wirklich verkauft. Das wird alles sozusagen über den Daumen gepeilt. Ja, da werden Verwendungszwecke sozusagen, die angeblich gemacht werden mit dem Rohstoff, das wird alles vom Gericht als 1:1 sozusagen real übernommen. Ja, und das sind alles Prognosen und in der Praxis wird überhaupt niemand, es guckt niemand mehr hin. Das heißt sozusagen, Sie finden sozusagen zur Berechtigung des Abbaus an einem bestimmten Standort Merkmale, die in der Praxis überhaupt nicht zutreffen müssen. Das fragt das Gericht auch nicht ab. Da haben wir eine Rechtskonstruktion und eine Vorstellung aus meiner Sicht, die dringend revisionsbedürftig ist. Weil es ging an dieser Stelle nicht darum, dass der Rohstoff nicht da ist, sondern dass man ein bisschen weiter hätte fahren müssen. Das ist der Schlüssel gewesen für die erste Genehmigung. Für die zweite ist ja so, da haben wir sozusagen haben ja nicht der BUND sozusagen die Klatsche gekriegt im Gerichtsverfahren, sondern das Land. Und dem Land wurde gesagt, dein politischer Wille interessiert mich nicht. Wir, das Gericht, wissen es besser. Das ist doch der Schlüssel gewesen. Das heißt, wir wissen doch, dass Recht und Gesetz sozusagen natürlich auch einem gewissen, sage ich mal, gesellschaftlichen Wandel unterliegt. Letzte Woche haben Sie alle wahrgenommen, sozusagen, wie der Bundesgerichtshof einen solchen Wandel vollzogen hat. Beim Rohstoffabbau erleben wir eine Praxis in Hessen, die davon ausgeht, die Wirtschaft stockt, wenn man diesem nicht einen absoluten Vorrang gibt. Allein die Tatsache, dass die größeren Transportwege einen höheren Preis zur Folge haben, also eine Sache, die wir unter dem Stichwort Lenkungswirkung heute Morgen ganz anders diskutiert haben, sind aber für das Gericht ausschlaggebend zu sagen, da muss jeder Standort auch kommen. Und da könnt ihr im Landtag beschließen, was ihr wollt. Ich sage das mal so deutlich. Das ist das Problem. Danke. Gut. Ja, ich möchte jetzt nicht auf den Einzelfall, der gezeigt wurde, eingehen aus der Diskussion. Nochmal zwei Punkte rausgreifen. Punkt 1, also ich gehe jetzt mal von aus, habe ich die Ausführung verstanden, das unterstelle ich mal, dass die Unternehmer in diesem Bereich nicht bevorzugt in Schutzgebiete und Bannwälder gehen, Punkt 1. Aber, und was mir wirklich Sorge macht, und so ist auch unser Projektansatz zu verstehen.
je mehr dieser Rohstoffe jedes Jahr gefördert und abgebaut wird, umso eher wird früher oder später der Druck auf entsprechende Schutzgebiete natürlich zunehmen. Wenn ich die Fichtenwälder, die vielleicht nicht ganz so ökologisch wertvoll sind, abgegraben habe, dann kommt dann vielleicht als nächstes der nächste Bannwald oder das nächste Schutzgebiet dran. Also jetzt ganz unabhängig vom Standort und den jeweiligen genauen Interessenlagen ist es doch eine ganz einfache Milchmädchenrechnung, dass je mehr Millionen Tonnen ich in Zeiteinheit abgrabe, umso früher kommen die nächsten und vielleicht noch heftigeren Konflikte. Vielleicht auch ganz andere Konflikte mit anderen Nutzungen. Muss nicht immer Naturschutz sein oder Bannwälder. Und das ist der eine Punkt. Deswegen aus unserer Sicht, natürlich brauchen wir einen gewissen Rohstoffabbau und Bedarf auch in 20, 30, 40, 50 Jahren und so weiter. Aber die Frage ist wirklich tatsächlich eine einfache Mengenfrage und dem werden wir uns stellen müssen. Das war der erste Punkt. Der zweite ist eher, das war so eine Art Frage, würde ich sagen, oder ich habe es als Frage aufgefasst, wie wollen Sie diese Reduzierung erreichen, planwirtschaftlich oder wie auch immer. Also wir haben hier schon ein paar Beispiele genannt. Wir behaupten auch nicht, dass das einfach ist. Stichwort Verlängerung der Lebensdauer, das wird viel mit Waschmaschinen, Fernsehern, Smartphones verbunden, aber das gilt natürlich aus unserer Sicht auch für Gebäude und Infrastrukturen. Leider ist es ja so, und es ist wichtig und notwendig, dass ich komme aus Hessen, da sind viele Autobahnbrücken, die zum größten Teil marode sind. Und die Lebensdauern, die damals versprochen wurden, die sind bei weitem nicht eingehalten worden. Das muss man auch mal sagen, woran das jetzt liegt, das wäre mal wirklich spannend nachzuverfolgen und das muss hoffentlich in Zukunft besser gemacht werden, sonst können wir in 30 Jahren wieder, und das sind Milliarden Investitionen und Gelder, bestehende Brücken abreißen, wieder neu bauen. Lebensdauerverlängerung ist ein großer Schritt. Wir haben einfach uns angeschaut, diese Debatte kam einmal kurz in die Medien vor einigen Jahren, wie diese Halle in Bad Reichenhall eingestürzt ist. Es ist ja interessant, die Autos müssen alle 2 Jahre kontrolliert werden, sind sie noch sicher, wenn es Mängel gibt, müssen die abgestellt werden. Bei Gebäuden haben wir sowas nicht. Ja, da liegt es letztlich im Engagement des Eigentümers etc. Vorausschauend, das alles in so weitgehend in Schuss zu halten. Es muss schon sehr schlimm kommen, es fallen irgendwelche Ziegel oder andere Teile ab, dass die Fußgänger gefährdet sind. Da wird vielleicht mal ein Flatterband umgebracht oder es wird dann, wenn es schlimmer wird, eingegriffen von der Bauaufsicht. Und da sehen wir durchaus einen Bedarf. Das heißt jetzt nicht, dass wir sozusagen die Eigentümer von Gebäuden zwingen wollen oder hier müsst jetzt, sondern dass überhaupt mal ein Bewusstsein geschafft wird, regelmäßig, das sind natürlich bei Gebäuden nicht 2 Jahresabstände, sondern wir sehen das in viel größeren Abständen, aber dass so ein System eingeführt wird, weil wir sehen auf lange Sicht im Erhalt von dem, was wir haben, im guten Erhalt und natürlich müssen da Renovierungs- und Instandhaltungsaktivitäten immer wieder erfolgen, die aber mit viel geringerem Ressourceneinsatz erfolgen können, um das Gebäude, sagen wir mal, nochmal 30 oder 50 oder noch viel mehr Jahre in der Nutzung zu halten, als wenn ich es abreiße und immer wieder neu baue. Das sind also jetzt mal so ein paar Punkte. Ich könnte jetzt auf weitere Instrumente noch eingehen, will ich jetzt nicht überstrapazieren. Gut, vielen Dank. Wir hatten jetzt hier vorne noch eine ganze Reihe von Wortmeldungen, wenn wir vielleicht hier vorne anfangen. Ja, ich finde die Spannung, Diskussion ja spannend über Baustoffe, aber es ist nicht mein Hauptproblem. Ich könnte das Thema noch erweitern durch Entnahme von Sand aus dem Meer und ähnliche Probleme, die noch spannender sind als die Themen, die Sie gerade diskutiert haben, wenn ich das. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Als ich vor 5 Jahren das Thema Lithium aufgebracht habe, war ich alleine. Alle haben gemeint, Sie reden von einem Problem, das gibt es ja gar nicht. Heute sprechen immer ein paar Leute drüber. Und ich kann ein paar andere Stoffe genauso nennen, die in vielen Produkten entstehen, enthalten sind, die wir in 3, 4 Jahren diskutieren werden. Die Frage, und die geht ja an Herrn Kaiser und an Öko-Institut, brauchen wir nicht eine Ressourcenprüfung bei neuen Projekten? Bei neuen Projekten, bei neuen Gesetzen?
Wir haben zwar eine Umweltverträglichkeitsprüfung in den Gesetzen drin, aber keine Ressourcenprüfung. Was bedeutet das eigentlich für Ressourcen? Das ist so meine spannende Frage. Man macht eine Entscheidung, wir führen Elektroautos ein. Mal ein Beispiel, die Grünen haben es entschieden, 2030 alle Autos elektromäßig zu betreiben. Aber Diskussion über Ressourcenfragen ist überhaupt nicht beantwortet. Was mich auch fasziniert hat den ganzen Tag, das Thema Geld tauchte gar nicht auf. Es gibt eine Rechnung, die Batterieimporte kosten mehr als der Rohölimport für ein Auto. Spannendes Thema. Das muss ich einbeziehen, wenn ich Entscheidungen in der Politik betreibe. Und ich muss einbeziehen, Entscheidungen zum Beispiel im Bereich Klimaschutz. Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich nicht 80% zu 100% im Verkehrsbereich null gehe? Und wir machen gerade eine Rechnung, was bedeutet das eigentlich in den Fahrten? Und ich muss 2030 35 Gramm CO2 emittieren pro Auto nur. Und ich kann, wer es nicht weiß, Ihnen erklären, das heißt einfach extrem Leichtbau. Und das heißt nicht mehr Stahl. Ganz, ganz konsequent. Also diese, für mich die Frage, wie diese Szenarien, die wir in diesem Bereich aufarbeiten gerade, in die Ressourcendiskussion einbezogen werden. In der Regel laufen die komplett parallel, die beiden Schienen. Die können kein Auto bauen mit 500 Kilo mit Stahl. Vergessen Sie es. Ja, die verlieren die. Glauben Sie es. Ich habe schon alle meine Wetten gewonnen bisher. Glauben Sie es. Das heißt, aber die Frage ist doch, wie kriege ich die Szenarien Klimaschutz zusammen mit dem Thema Ressourcen? Und ein letzter Punkt noch. Wir haben nicht geschafft, das Thema Ressourcen in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir führen hier eine Fachdiskussion. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Wenn wir es nicht schaffen, das Thema so aufzubereiten, dass der normale Bürger, normale Politiker kapiert, um was es eigentlich geht, können wir hier in 5 Jahren genau sitzen, diskutieren wieder die schönen Verordnungen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Friedrich. Herr Kaiser, es ging ja direkt an Sie. Wollen Sie dazu was sagen? Wenn ich darf, arbeite ich gleich ein paar Sachen ab, die mich betroffen haben. Das heißt nur, dass ich jetzt auch ein paar Minuten rede. Wenn es zu lang wird, winken Sie mal. Ja? Also in aller Kürze, ich staune sehr, wie weit wir uns in den Armen legen können. Nicht? Also wir müssen schon sehen, das, was Ihre Leute treiben, sind Eingriffe, ne? Führen zu Konflikten, die rechtsstaatlich und demokratisch ausgetragen werden müssen mit Abwägungen jeweils vor Ort. Ne? Völlig klar. Da haben wir auch im Großen und Ganzen ganz gute Regelungssysteme für, im Großen und Ganzen. Man staunt dann im Einzelfall doch. Ne? Also wenn es tatsächlich so ist, dass die Nichtumsetzung einer Auflage aus einem Planfeststellungsbeschluss, Doppelpunkt, du musst wieder aufforsten, dass wenn man das nicht macht, das keine Rechtsfolgen hat. Wenn das tatsächlich so ist, dann haben wir da eine Regelungslücke. Ich kenne das aus meinem Bereich Bodenschutz. Wir haben im Bundesnaturschutzgesetz vorne wunderschöne Vorschriften über die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft, um den Boden zu schützen. Liest sich toll. Wirklich ganz hervorragende Vorschriften. Man muss wissen, dass diese Vorschriften keinerlei rechtliche Bedeutung haben. Das erkennt man da nicht. Aber der Stand der Rechtsprechung ist, niemand kann auf diese Vorschriften irgendeine Verfügung, Anordnung und Untersagung stützen. Solche Situationen gibt es auch im deutschen Rechtssystem. Also insofern dürfen wir da durchaus noch an Optimierungen arbeiten. Auf der Basis, die Parole von manchen Ideologen, staatliche Regulierung ist schlecht. Wenn man eine Regulierung einführt, sollte man zwei abbauen. Ist vollständig verkehrt. Leute, die tatsächlich Geschäft machen wollen, geplantes Geschäft, haben ein Interesse daran, dass es gute staatliche Regulierung gibt. Klare, eindeutige, kompatible Regulierung nicht um zu unterbinden, sondern um zu ermöglichen, das Zusammenspiel der Marktakteure zu ordnen. Und das ist einer der Standortvorteile, die wir in Deutschland haben, dass wir das verhältnismäßig gut machen, anders als in anderen Ländern. Und auf die Weise auch Risiken begrenzen für die Marktakteure. Sie wissen, in welchem Rechtsrahmen sie sich bewegen. Also Optimierung brauchen wir da noch, dürfen wir daran arbeiten. Aber witzigerweise, woran wir auch ein Interesse haben, ist das, was wir können, zu exportieren. Was wir im Umgang mit Rohstoffabbau in anderen Ländern erleben, ist eine vollständig andere, aber völlig andere Musik als das, was wir in Deutschland haben. Ja? Also wir haben hier
Feinjustierung. In anderen Ländern der Welt, ne, haben wir die Probleme, dass abgebaut wird und hinterher sind Wüsten ein, ja, und schwere Gesundheitsschäden für Beteiligte und Anwohnerinnen und Anwohner. Völlig andere Diskussion. Und das, was wir gelernt haben, mit durchaus vertretbarem Aufwand für die Investoren, gute Sachen zu machen und auch langfristig interessante Ergebnisse zu erzielen, das dürfen wir gerne auch Akteuren in anderen Ländern vermitteln. Ne, also in gutem Zusammenspiel mit dem Entwicklungsministerium und anderen Leuten, die das betreiben, unsere internationalen Klimainitiative. So, zweitens nochmal das Stichwort ganz kurz zur Mantelverordnung. Wir konnten nicht alle Stoffströme detailliert darstellen. Dazu sind es zu viele, zu kompliziert. Wir mussten die groben Setzungen machen und die großen Massen und die Grundprobleme behandeln. Wir werden im weiteren Verfahren sicherlich Gelegenheit finden, für einzelne Bereiche noch mal genau zu diskutieren, was es bewirken soll. Denn die Grundidee ist doch nicht, wir wollen doch nicht die Deponieräume unglaublich erweitern. Das ist doch nicht unser Interesse. Unser Interesse ist da, wo es Gefahren gibt für den Boden, fürs Grundwasser, diese Gefahren vorbeugend abzuwenden. Ja, und es gleichzeitig zu erreichen, dass wir möglichst viel Material sinnvoll in Verwertung einsetzen können und gerade nicht deponieren. Ne, insofern, wir haben dasselbe Grundinteresse und wir müssen darüber streiten, wie sich das mit schlechten Gewohnheiten verträgt, ja, wie sich das mit der Realität in bestimmten Branchen verträgt, ne, und wie wir das dann rechtsförmig so fassen, dass es auch funktioniert, anwendergerecht funktioniert. Ne, auch da Aufwand begrenzen, Kernanliegen bei uns. Und ich denke, wenn wir das rational miteinander diskutieren, kriegen wir das auch hin. So, letzter Teil, Herr Friedrichs Frage, müssten wir da nicht mal strukturell rangehen? Ressourcenprüfung bei neuen Vorhaben. Sehr viel davon ist etwas, was wir bewusst tun müssen. Bewusst. Das Umweltministerium hat eine ganz starke Stellung. Alle Rechtsetzungsvorhaben, die das Kabinett passieren, die in irgendeiner Weise einen Umweltbezug haben könnten, müssen mit dem Umweltministerium abgestimmt werden. Und wenn das Umweltministerium sagt Nein, dann findet das nicht statt. Tut das Ressort relativ selten, wir sind da vorsichtig, die Neinsager zu sein, ist nicht vergnüglich, das kriegt man dann auch zurück. Aber grundsätzlich ist das angelegt. Eine spannende Forderung, die jetzt bei uns entstanden ist, ist das Gegenteil. Nicht der Neinsager sein zu dürfen, sondern der Treiber. Denn sehen Sie, das wird den wenigsten von Ihnen bewusst sein, wie eigentlich Rechtsetzung in Deutschland funktioniert. Wenn Sie Rechtsetzung machen wollen, gibt es genau einen, der das in Gang setzen kann. Und das ist das federführende Ressort. In der Realität nur das federführende Ressort. Das hat das alleinige Initiativrecht innerhalb der Bundesregierung und alle Gesetze der Bundesrepublik Deutschland gehen auf Regierungsvorschläge zurück in der Realität. Die Idee ist, könnte das Umweltministerium nicht auf der Basis eines Koalitionsvertrags umgesetzt in der Geschäftsordnung der Bundesregierung ein Initiativrecht bekommen, quer durch die Tätigkeit der Bundesregierung. Mit der Folge, wenn man das wahrnimmt, hat man Streit mit dem Fachressort, ist auch klar. Ja? Aber die Möglichkeit, Dinge wirklich anzustoßen innerhalb der Bundesregierung, das wäre für das Bundesumweltministerium eine spannende Sache. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, öffentliche Wirkung. Das sind Themen, über die wir halt alle reden müssen. Sehen Sie, öffentliche Wirkung von Ressourcen, World Overshoot Day. World Overshoot Day ging dieses Jahr durch alle Medien, richtig breit. Hatte auch in der Bevölkerung eine große Resonanz. Und man sieht daran, die Sensibilität für dieses Thema ist in der Bevölkerung absolut da. Wie weit wir mit diesem Thema politische Akteure erreichen, hängt ein bisschen auch von uns ab. Nicht? Also Sie, die Sie hier im Saale sind und wir auf dem Podium sitzen, müssen halt mit Leuten, die in diesem politischen Geschäft sind, viel reden. Und die spannende Frage, die wirklich spannende Frage ist, die kleine, was sagen die Parteien im Wahlkampf? Na gut, das hängt von vielem ab. Die große, was steht am Ende des Tages im nächsten Koalitionsvertrag? Denn auch viele instrumentelle Diskussionen, die wir führen, werden sich schlicht daran ausrichten, was im Koalitionsvertrag für politische Signale gegeben werden. Und darauf dürfen wir alle in den nächsten 10 Monaten noch ein bisschen Einfluss nehmen. Gut, vielen Dank, Herr Kaiser. Wir haben jetzt noch 4 Wortmeldungen, 5, Sie nehme ich noch mit dazu, und weil wir müssen schon so langsam auf die Uhr gucken. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, wenn wir mit Ihnen anfangen. Vielleicht würden Sie Ihren Namen und Ihre Organisation noch sagen. Markus Verheyen vom Hessischen Umweltministerium. Ich könnte auch noch lange ausholen, zur Mantelverordnung möchte ich eigentlich nicht, sondern ich würde eher dafür plädieren, dass man die Diskussion Rohstoffwende von dem Thema Mantelverordnung so ein bisschen trennen. Es wurde zwar vorhin unterstellt, solange wir die Mantelverordnung nicht haben oder eine andere gesetzliche Regelung, brauchen wir über die Rohstoffwende nicht weiter reden. Dem möchte ich eigentlich ausdrücklich widersprechen. Am Beispiel
den Einsatz in Gesteinskörnungen, in Recyclingbeton kann man sehen. Wir hatten schon vor 30 Jahren erste Bauprojekte in Deutschland, wo explizit dargestellt wurde, es geht. Man kann diese Gesteinskörnung in Recyclingbeton einsetzen, ohne einen Qualitätsverlust am Betonprodukt feststellbar zu haben. Seit 20 Jahren haben wir eine existierende Normung dazu. Und trotzdem findet der Einsatz bis heute praktisch nicht statt. Und für mich ist eher die Frage, wie kommen wir dahin? Sei es auch nur ein Schritt in das Beispiel, was die Schweiz jetzt vormacht. Die haben einen verstärkten Einsatz von Recyclingbeton. Wie wollen wir als deutsche Gesellschaft oder als Bundesregierung dahin kommen, diesen sinnvollen Einsatz zu fördern? Gut, vielen Dank. Dann machen wir mit Ihnen noch, Herr Alt, glaube ich. Ja, mein Name ist Klaus-Jürgen Alt. Ich komme von produzierenden Stahlerzeugern aus dem Saarland, Dillinger Hütte. Bin dort verantwortlich für den Umweltschutz, unter anderem auch Schlackenwirtschaft. Herr Kaiser, ich habe Sie so verstanden und Herr Reich hat ja schon unsere Bemerkung dazu gesagt. Wir sind da noch im konstruktiven Dialog. Wir würden gerne bei der Rohstoffwende mithelfen mit unserem mineralischen Straßenbau oder überhaupt Baustoffen. Die haben einen großen Beitrag geleistet, auch seit dem Zweiten Weltkrieg. Circa 1 Milliarde Tonnen von diesen Schlacken sind als Zement- oder Straßen- und Wegebau eingebaut worden. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber was mich interessiert ist, diese ganzen Arbeiten, die jetzt hier auch im Öko-Institut gelaufen sind, wie geht dieses Wissen ein in diese europäische Entwicklung zirkulärer Ökonomie? Das spielt auch eine große Rolle. Sie wissen, wir haben in Deutschland seit Kreislaufwirtschaftsgesetz 1993 die leidige Diskussion ist Schlacke Produkt oder Abfall. Wir haben eine eindeutige Position, für uns war es nie ein Abfall, sondern immer ein Produkt, Koppelprodukt, Nebenprodukt, Sekundärrohstoff, aber eben nicht Abfall. Und Circular Ökonomie, die Aktivitäten laufen gerade, das wäre spannend, wenn man diese Rohstoffwende, diese Kenntnisse alle mit reinbringt. Gut, danke schön, Herr Alt. Ich glaube, den Herrn Kaiser lassen wir dazu am Schluss noch mal kurz zu Wort kommen, dann würde ich da drüben weitermachen. Ja, Fenzin Tibis vom BUND. Ich will zu drei Punkten noch was sagen. Der erste Punkt bezieht sich nochmal auf Naturschutz und Abbau. Also es ist natürlich schön, wenn dann in den oder den übrig bleibenden Steinswänden dann Humus überlisten können. Das ist toll, das ist gut, das ist auch sicher ein Faktor. Aber man soll nicht unterschätzen, dass es in Deutschland natürlich laufend Probleme gibt mit Abbau in Naturschutzgebieten. Also angefangen vom Südharz, Gipsabbau dort oder im Bliesgau im Saarland, wo es um Kalkabbau ging oder Kiesabbau auf Rügen. Also wir haben diese Konflikte um Rohstoffgewinnung in Schutzgebieten oder in schutzwürdigen Gebieten haben wir ganz häufig. Insofern ist das kein Einzelbeispiel jetzt gewesen, sondern ist ein Beispiel für vieles. Der zweite Punkt, Bodenschutz. Also zu sagen, wir haben vor 13 Jahren jetzt Material deponiert beziehungsweise eingebaut und seit 13 Jahren überprüfen wir das dortige Grundwasser, ist es in Ordnung, verkennt ein bisschen die Tatsache, dass die Prozesse im Boden sehr langsam verlaufen. Wir sanieren Altlasten, die vor 80, 90, 100 Jahren entstanden sind, die werden heute saniert. Also da muss man mit ganz anderen Zeiträumen rechnen. Zu sagen, 13 Jahre ist alles gut gegangen, ist aus Sicht des Bodenschutzes gar nichts. Und das Dritte, Sie hatten es angeführt, man muss die Lebensdauer der Gebäude verlängern, um dort sozusagen das Recycling-Notwendigkeit bzw. die Notwendigkeit, Primärrohstoffe zu verwenden, zu reduzieren. Das ist eins. Ich denke mal, man müsste auch dafür sorgen, dass einfach die Recyclingmöglichkeit verbessert wird. Sie haben es immer beim Handy gesagt oder beim Auto oder bei allen technischen Geräten. Gilt natürlich auch für Gebäude. Was wird dort eingebaut? Wie ist das mit den Verbundwerkstoffen? Wie ist das mit den ganzen Dämmmaterialien, die dann aufgeklebt werden auf mineralische Materialien? Das sind doch alles Faktoren, die nachher ein Recycling erheblich erschweren, wo sich heute offensichtlich sehr wenig Menschen Gedanken drum machen. Also das finde ich ein Punkt, der ist mir noch hier gar nicht so zur Sprache gekommen. Den halte ich nochmal für einen ganz entscheidenden Punkt dabei. Gut, vielen Dank. Dann habe ich jetzt hier den Herrn Enger und den Herrn Klaus noch und ich glaube, dann würde ich nochmal hier oben ans Podium zurückgeben an Herrn Basten und Herrn Kaiser. Ja, vielen Dank. Also zu Herrn Norgal nochmal. Ich möchte sagen, das Beispiel, was Sie gebracht haben, war sicherlich eindrucksvoll, aber sicherlich nicht repräsentativ. Denn meistens gehen die Konflikte zulasten, zum Nachteil des Unternehmens aus. Also dass ein Unternehmen sich auf diese Weise durchsetzt, ist doch relativ ungewöhnlich. Zweitens erweckten Sie den Anschein, als könnte das Unternehmen sich über die Auflagen hinwegsetzen.
absetzen, so ohne weiteres. Das entspricht auch nicht unserem Erfahrungsstand. In der Regel werden alle Auflagen mit entsprechenden Bürgschaften hinterlegt und bewährt. Das heißt, die Behörde ist sehr wohl in der Lage, dann durch Finanzmittel, die sie in Anspruch nimmt, aus dem Bereich des Unternehmens, das zu erzwingen. Zu Herrn Burchert nochmal. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie auch noch was zu dem Thema Mehrfamilienhaus sagen, denn da erscheint es mir sehr schwierig, die Bevölkerung nur zu überreden, zu sagen, zieht in die Mehrfamilienhäuser und baut keine Einfamilienhäuser. Zum Thema Erhaltungscheck von Gebäuden. Hier müsste natürlich die öffentliche Hand oder könnte die öffentliche Hand vorweggehen, denn da haben wir die größten Probleme. Siehe Autobahnbrücken, wenn man da vor 20 Jahren mal angefangen hätte zu prüfen, ob die denn noch für die nächsten 20, 30 Jahre tauglich sind, dann hätte man heutige Probleme möglicherweise nicht. Letzter Punkt zu Herrn Kaiser. Sie sprachen World Overshoot Day an. Ich würde dringend bitten, dass wir die globalen Probleme von den heimischen Problemen doch deutlich auseinanderhalten. Also wir reden hier über lokale Gesteinsbaustoffe, die bei weitem nicht über in Anspruch genommen werden. Die sind geologisch noch für teilweise Jahrhunderte verfügbar, bei heutigem Abbauniveau. Und insofern sollte man da nicht davon ausgehen, dass wir die Erde hier über in Anspruch nehmen. Ganz im Gegensatz zu sicherlich vielen globalen Problemen. Danke. Gut, danke schön, Herr Enger. Dann hätte ich noch den Herrn Klaus und dann muss ich mal streng auf die Uhr gucken. Ja, noch geht's. Vielen Dank nochmal. Vielleicht habe ich vorhin was vergessen. Ich bin Sachverständiger für Umweltschutz und Abfallrecht. Mein Dank gilt erstmal dem Veranstalter, Herrn Buchert, für die Einladung heute, die möglicherweise aus der Geschichte Planspiel geboren ist. Ich bin dann, wenn Sie Ihre Rohstoffwende durchhaben wollen, bin ich 87, da bin ich noch dabei, das verspreche ich Ihnen. Herr Blair, an Sie vielleicht nochmal die Worte, vielleicht ist das auch falsch rübergekommen. Tolle Arbeit, tolle Diskussion, wenn wir in Zukunft Normung und Regelungsarbeit auf eine solche Plattform stellen, wo sich Sachverständige, wo sich Industrie, Forschung und Regelwerksgeber treffen. Dann sollen solche Diskussionen auch strittig sein, wo sie strittig waren wie im römischen Senat, wo Argumente zählen und nicht Befindlichkeiten. Das ist das Zweite. Und das Dritte an Sie, Herr Kaiser, vielleicht. Wir haben gegenwärtig Regelwerke, die uns, ich sag mal, den gesicherten Einsatz von Recyclingprodukten, den rechtlichen Rahmen geben. Wir schreiben die ZDVE fort. Ich bin im DIN-Ausschuss, ich bin im Europäischen Normungsausschuss, ich arbeite in der FGSV. Wir haben die TL-Bube, die das regelt. Wir brauchen, und das ist, glaube ich, auch Konsens, und ich habe auch viele Jahre mit der FHS zusammengearbeitet, mit dem Herrn Tabani und mit dem Herrn Dr. Miek, was die Schlacken angeht und so weiter, auch in Brandenburg. Wir brauchen eine andere Akzeptanz der öffentlichen Hand für solche Baustoffe. Der Begriff Recycling umfasst in seiner rechtlichen Definition auch einen ungebrauchten Sand, der von irgendjemand angenommen worden ist und weiterverkauft wird, durch irgendeine Form der, ich sag mal, der gewerblichen Annahme. Das ist im Regelwerk in Deutschland geregelt. Deswegen ist Recycling nicht schlecht. Das kann ein jungfräulicher Boden sein oder ein Boden mit definitiven Eigenschaften. Der ist gleichwertig und der wird nach DIN beurteilt. Und da steht dann nicht bei GWGI, es ist ein RC, sondern da steht Kies, Weit oder Emittieren gestuft. Wir haben die Normung, wir können damit leben. Wir brauchen andere Akzeptanz in den Ausschreibungen. Denn dort gehen wir quasi in die Knie und sagen, wir können es gar nicht. Vielen Dank. Gut, vielen Dank. Jetzt nehme ich Sie noch dahinter noch mit dran und dann gebe ich hier ans Podium zurück. Ja, vielen Dank für die Ehre, als Letzter hier reden zu dürfen. Mein Name ist Uwe Lehmann. Ich bin Geologe im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Mein Herzblut ein paar Jahrzehnte lang gilt schon unseren Lagerstätten. Und ich habe in dieser Zeit den Abbau von einigen Tagebauen beginnen sehen und auch wieder enden sehen. Und glauben Sie mir, auch als Geologe, der den Rohstoffabbau liebt, macht man sich da Gedanken. Man sieht, wie also irgendwann Rohstoffe an manchen Abbaustellen verschwinden. Sie sind nicht mehr da. Und Geologe denken in geologischen Zeiträumen. Ja, also 1000 Jahre sind für mich kein Problem. Und ich sag mal, stelle mir auch die Frage, naja, irgendwann sind in Sachsen, wo ich herkomme, in 1000 Jahren, sagen wir mal, eben bestimmte Rohstoffe nicht mehr da. Sand und Kieston, was auch immer, im Augenblick das neue Berggeschrei, unser Zinn, Flussbad. Wir können nehmen, was wir auch immer wollen. Und insofern sage ich ausdrücklich, begrüße ich alle Überlegungen, die dahingehen, dass wir sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir können nicht irgendwann zum Mond fliegen, zum Mars oder sonst wohin und dort die Rohstoffe herholen. Irgendwie müssen wir eine Art Kreislaufwirtschaft schaffen.
damit haben Sie alle meine vollste Unterstützung. Gleichzeitig muss ich Ihnen sagen, als ein Mensch, der sehr oft in den Tagebauen unterwegs ist, möchte ich alle Beteiligten, die da sich Gedanken machen, auch bitten, praktikable Lösungen letztlich zu entwickeln und vorzustellen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe heute so viel gehört, da könnte man aus meiner Sicht, die ich habe, über so viele Dinge diskutieren, das geht jetzt gar nicht. Insofern begrüße ich auch sehr den Vorschlag, dass in Zukunft vielleicht das auch mehr publik gemacht wird, solche Diskussionen, dass auch die Unternehmen, die nun heute hier sehr gering vertreten sind, auch die Möglichkeit kriegen, da auch mit Sachargumenten verstärkt einzugehen. Das wollte ich nur mal ganz allgemein sagen und jetzt nur noch zwei Anmerkungen zu zwei Sachverhalten. Zum einen, Herr Kaiser, ich glaube, Sie hatten es vorhin erwähnt, dass es also durchaus immer wieder schon Bemühungen gibt, auch Reststoffe im Tagebaubetrieb irgendwie nutzbringend zu verwerten. Ich glaube, da wird es niemanden auf der Welt geben, der da irgendwas dagegen hat. Ja, das sagt uns der gesunde Menschenverstand, so steht es im Bundesberggesetz. Die Lagerstellen sollten maximal ausgebeutet werden. Und das wird sicherlich auch das Ziel jedes Unternehmers dort sein. Bloß ich möchte eins dabei auch noch mal klar machen. Sie haben richtigerweise, und das ist auch der mir bekannteste, häufigste Fall, erwähnt, dass es um Reststoffe geht, die also verkippt werden, wo man versucht, noch irgendwas Vernünftiges draus zu machen. Das Hauptziel der Gewinnung in den Tagebauen sind aber natürlich nicht diese Reststoffe. Und wenn wir mal beim Beispiel Kiessande bleiben, ja, in erster Linie brauchen wir grobkörnige Kiese, um sie in Beton zu tun. Und wenn wir jetzt die Reststoffe zwar noch, auch noch irgendwie gut verwerten können, ändert das nichts am Bedarf des Kieses. Ja, also am Aufschluss neuer Tagebaue, ich sag mal, darauf wird es keinen Einfluss haben. Also das vielleicht nur mal zur Klarstellung, dass das jedem klar ist. Und der zweite Punkt, sage ich Ihnen ehrlich, ganz subjektiv, diese verschiedenen Begrifflichkeiten, die hier verwendet werden, um jetzt hier Bewertungsfaktoren jetzt von Rohstoffen irgendwie darzustellen. Da gab es also den Begriff Risikozerstörung Landschaftsbild. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, also mir gefällt dieser Begriff gar nicht. Also ich finde ihn nicht sachgerecht, weil er von vornherein impliziert, Tagebau, die zerstören das Landschaftsbild. Und ich finde, das ist eine sehr subjektive Auslegung. Also ich sage mal, man wird sicherlich noch mehr Leute finden, die sagen, während so ein Tagebau in Betrieb ist, naja, besonders schön sieht es nicht aus. Da gibt es aber sicher auch ein paar, die das anders sehen. Und spätestens, wenn hinterher das wieder aufgelassen ist und rekultiviert wird, also da gibt es bestimmt sehr viele Beispiele, wo man sagt, vorher, das war ein Acker bis zum Horizont, jetzt ist da ein schöner See entstanden mit einem Waldgürtel drum und so weiter. Ja, es mag anders aussehen, wenn zum Beispiel ein Hügel verschwindet, der jahrtausende lang dort die Landschaft geprägt hat. Da wird man sicherlich sagen, schade, dass er weg ist. Aber ich würde mir da wünschen, dass da auch erstmal ganz neutral beispielsweise von einer Veränderung des Landschaftsbildes geredet wird. Und dann kann man sich hinstellen und versuchen, die zu bewerten. Danke sehr. Alles klar, vielen Dank. So, jetzt habe ich den Herrn Basten schon, der mit den Füßen scharrt. Er bat auch darum, die letzte Folie nochmal umzustellen, deswegen die Bitte an die Technik. Ja, ich glaube, das letzte Wort hat dann unser Herr Kaiser. Genau, aber erstmal Herr Basten, Ihre letzte Folie noch. Regierungsamtlich. Ja, ich wollte nur noch mal zu ein paar Punkten Stellung nehmen, die hier gerade aufkamen. Erster Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig. So eine Rohstoffindustrie ist in der Regel nicht bedarfsweckend, sondern bedarfsdeckend. Das heißt also, wir sind nicht wie eine Konsumgüterindustrie oder auch meinethalb die Automobilindustrie, ohne das jetzt hier kritisieren zu wollen, an direkt schönen neuen Dingen und so weiter interessiert. Ich glaube auch, eine Wohnung wechselt man nicht so schnell wie sein Unterhemd, um das mal an dem Beispiel festzumachen. Der zweite Punkt ist, klar, wir haben die Beispiele, wo es Konflikte gibt. Aber dann gibt es eben eine Abwägung und da muss man eben unterschiedliche Interessen respektieren. Ob die rechtlichen, ob der rechtliche Handlungsrahmen in Deutschland da so schlecht ist, das wage ich füglich zu bezweifeln. Da müsste man jetzt mal ins Bundesnaturschutzgesetz gehen, da müsste man in das Bundesemissionsschutzgesetz und meinethalben auch ins Bergrecht gehen. Würde hier zu weit führen, nur so viel. Wir haben in Deutschland 15% der Landesfläche reserviert, nicht nur reserviert, sondern geschützt für FFH und Vogelschutzgebiete. So, es gibt sogar mehrere Gruben und Steinbrüche, die gleichzeitig als FFH-Gebiet
sozusagen fixiert sind, während des laufenden Abbaus. Das heißt also, selbst während des Abbaus lässt sich Biodiversität herstellen. Wir könnten dann auch über Ökopunkte, wie gesagt, die von mir schon zitierten Biodiversity Action Plans, neudeutsch wie immer, und alles andere diskutieren, nur da tut sich sehr, sehr viel. So, der nächste Punkt ist die Dauerhaftigkeit. Das ist ja auch angesprochen worden. Wir haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle Qualitätsprobleme in der Wertschöpfungskette Bau. Das sind in der Regel nicht die Produkte, auch da gibt es schon mal Probleme, will ich gar nicht negieren. Aber in der Regel eben beim Einbau und dann bei der weiteren Instandhaltung von Gebäuden, von Bauwerken. So, und die von Ihnen zitierten Brücken, die sind natürlich unter ganz anderen planerischen Voraussetzungen erstellt worden, was das Verkehrsaufkommen angeht, was sozusagen den Schwerlastverkehr angeht und so weiter und so fort. Ich glaube, da müsste man gemeinsam auch noch mal ran, und wir sind eigentlich mit unseren Kollegen aus der Bauindustrie, an die ich die Verantwortung hier gar nicht abdelegieren will, sind wir dabei. Das vierte sind die Zielkonflikte. Ich finde, man muss schon über umweltpolitische Zielkonflikte reden, denn die sind tatsächlich hardcore, wenn ich das so locker sagen darf. Wir haben hier nicht einen Zielkonflikt zwischen Wirtschafts- und Umweltpolitik, sondern wir haben einen genuin umweltpolitischen Zielkonflikt, wenn wir über die künftige Mantelverordnung reden. Und das wird natürlich auch von Herrn Kaiser und seinen Kollegen sehr gut beobachtet. Ich habe mich auch gefreut, dass dieser Zielkonflikt in Progress 2 adressiert wurde. Aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen im Gespräch bleiben. Wenn es eine bundeseinheitliche Regelung gibt, umso besser, dann haben wir auch keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Anbietern aus unterschiedlichen Bundesländern. Letzter Punkt, R-Beton. Natürlich kann man da schneller vorgehen, gar keine Frage. Aber ich habe ja gesagt, wir haben auch ein Problem mit den Mengenströmen, weil nicht jede andere stoffliche Verwertung gleich Downcycling ist. Da muss man sehr viele Aspekte berücksichtigen. Das ist genauso komplex wie mit den Beispielfällen aus der Abgrabung selbst. Deswegen, ich kann nur noch mal dazu ermuntern, dass man diese Website sich anguckt. Das ist wirklich ein sehr zukunftsorientiertes Verbundvorhaben. Wird von ihren Kollegen von IFOL betreut. Die sind ja auch dafür bekannt, dass sie genau hinschauen. www.r-beton.de. Und wir werden sehen, was da an Potenzialen noch zu heben ist. Wenn es die Potenziale zu heben gibt wirtschaftlich, dann sind wir auch sofort dabei. Das sehen Sie nämlich daran, dass wir insgesamt 100 Millionen Tonnen Sekundärrohstoffe einsetzen. Die allerletzte Folie wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Noch eins weiter, bitte. Das ist nicht diese Wirtschaftsfolie, sondern die andere. Sie haben ja vorhin gesehen, sozusagen diese Schwerlastkraftwagen während des Abbaus. So sieht etwas aus, wenn es renaturiert ist. Ist vielleicht ein besonders schönes Foto, aber ich kann Ihnen versichern, die anderen sind auch nicht schlecht. Sie können sich gerne auf unserer Website auch darüber informieren, und vielleicht sollten wir gemeinsam mal so eine Rekultivierung und Renaturierung uns anschauen, auch gerne den aktiven Betrieb, und vielleicht kann ich dann noch den einen oder anderen von Ihnen überzeugen, dass das alles in der Regel mit rechten Dingen zugeht. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Herr Basten. Dann würde ich sagen, den Matthias Buchert bitte noch kurz bitten zu der Frage, wie bringt man Leute in Mehrfamilienhäuser, und dann der Herrn Kaiser noch. Also ich versuche es ganz kurz zu machen. Vielleicht noch ein kleines Bonmot. Also ich habe in meiner Studentenzeit selbst aktiv an der Renaturierung von der Kiesgrube teilgenommen. Das war ein sehr schöner Job. Es war im Sommer und wir konnten dann auch direkt noch baden in den Pausen. Also habe ich sogar ein bisschen praktische Erfahrung. Ich wollte zu zwei Punkten noch was sagen. Also zu dem einen, Sie haben sich ein bisschen an der Bezeichnung gestört, Risiko, Landschaftszerstörung der Kleinen. Wir haben es absichtlich Risiko genannt, also das ist der kleine feine Unterschied. Wir sagen nicht, jede Abgrabung ist dann sozusagen eine Landschaftszerstörung. Wir haben das ja auch sehr differenziert nach verschiedenen Rohstoffen betrachtet. Also das ist der eine Punkt, wobei über Bezeichnung, Wording haben wir auch lange hin und her überlegt, ist ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt nochmal, also wollte ich nicht ausweichen, also wie schafft man es denn sozusagen kompaktere Bauformen, Mehrfamilienhäuser etc. stärker nachgefragt werden. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns schon vor 15, 20 Jahren beschäftigt haben. Jetzt komme ich zu so einer meiner Lieblingsmaßnahmen. Das wäre ein großes Rad, und das ist die sogenannte Grunderwerbssteuer. Das ist jetzt keine neue Steuer, sondern die gibt es schon sehr lange. Wird von den Bundesländern in unterschiedlichen Sätzen erhoben, aber in den letzten Jahren immer stärker. Wenn Sie ein Grundstück oder ein Grundstück sogar bebaut kaufen,
müssen Sie auf den Kaufpreis einen bestimmten Prozentsatz der Steuer bezahlen. Das ist auch ziemlich happig. Ich glaube, in Baden-Württemberg liegt es jetzt sogar schon bei 6,5 oder irgendwie Prozent. Also sind wirklich Beträge, die spürt man. Wo ist jetzt das Problem? Die ökologische Lenkungswirkung geht eigentlich schon immer völlig entgegengesetzt. Wenn Sie irgendwo auf der grünen Wiese 10.000 Quadratmeter kaufen für einen Spottpreis für den Quadratmeter, dann geht ein sehr geringer Betrag, weil es ist ja prozentual auf diese Grunderwerbsteuer und für den Kauf dieses Grundstücks und Sie können es dann bebauen und Sie haben ja auch viel Platz und Sie haben Geld gespart und können dann vielleicht auch ein bisschen materialintensiver bauen dafür. Wenn Sie stattdessen in der Innenentwicklung, in der Stadt oder wo auch immer, ein Grundstück kaufen mit einem Bestandsgebäude, zahlen Sie auch den Preis auf den Kaufpreis, aber er ist ja nicht pro Quadratmeter, sondern auf den Kaufpreis. Das heißt, Sie haben automatisch einen Nachteil. Und dann unser Vorschlag, und der Vorschlag ist fast schon uralt, den hatten wir auch nicht erfunden, sondern das Deutsche Institut für Urbanistik, wäre hier das ganze Prinzip praktisch auf den Kopf zu stellen, dass man sozusagen zumindest auf den Quadratmeter das erhebt. Und es gab noch weitere Vorschläge, dass Innenentwicklung weiter bevorzugt wird. Da könnte man natürlich entsprechende Tendenzen, da gebe ich Ihnen recht, die sehen wir gerade, dass das eine mit dem Mehrfamilienhaus bauen gerade in den Trend kommt stark, weil der Zuzug in die Städte und Agglomerationen erfolgt. Aber da könnte man durchaus solche Sachen noch unterstützen, weil ich weiß aus eigener persönlicher Erfahrung, wir hatten damals 99 ein Haus, Bestandsgebäude gekauft und mussten natürlich viel renovieren und die Grunderwerbsteuer tat damals ziemlich weh. Also da wäre ein großer Hebel, keine neue Steuer, sondern eine große Transformation einer bestehenden. Das ist ein großes Rad. Und ich werde das auch in 10 Jahren noch erzählen, wenn es nicht umgesetzt ist, weil das ist weiterhin eine Steuer, die, wie gesagt, völlig in die absolut falsche Richtung geht. Bei allen Nachhaltigkeitszielen und Millennium Goals und was auch immer. B-Plan, Verbauungsplan, ganz einfach. Also, dieser Instrument sind alle vorhanden. Da geht es um Schließungskosten, Abschlusskosten, alles ganz wichtig. Aber wenn man das will, kann man es machen. Politisch ist nicht erfüllt. Gut, vielen Dank. Herr Kaiser, dann sind Sie der Letzte, der noch die Möglichkeit hat. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, deswegen bitte ein bisschen kurz fassen und auch nochmal diesen Punkt mit adressieren. Wie wird das hier erarbeitete Wissen dann auch auf europäischer Ebene eingespielt? Irgendjemand sagte, wir haben sehr wenig über Geld geredet. Noch weniger haben wir über CO2 geredet. Nicht? Wenn wir an unsere Aktivitäten immer mal ein CO2-Preisschild dranhängen würden, würde uns noch deutlicher werden, dass wir im Ergebnis mit weniger auskommen müssen, jenseits aller lokalen Einzelkonflikte, die wir haben. Weniger. Und weniger geht wesentlich über Steuerung von Nachfrage. Auch da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Die Anbieter anzugucken ist nicht falsch, aber die entscheidende Frage ist tatsächlich, was nachgefragt wird. Und auch noch gerne eine Bemerkung zu der Frage, wie verringert man den Druck zum Einfamilienhaus im Grünen? Sicherlich nicht durch Gebote und Anordnungen. Nicht? Dieser Bereich privates Wohnen, wenn man da mit staatlicher Bevormundung kommt, wird man das verlieren, und zwar sofort. Eine andere Frage ist, was der Staat fördert und unterstützt. Wirtschaftliche Instrumente, weiche Instrumente, differenzierte Grunderwerbssteuer, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Auch differenzierte Grundsteuer, den Kommunen die Möglichkeit zu geben, was anderes zu machen als Grundsteuer A, landwirtschaftliche Nutzung, und Grundsteuer B, nicht landwirtschaftliche Nutzung. Da gibt es Möglichkeiten der weichen Steuerung. Viel wichtiger ist aber, dass man ein Angebot schafft im Geschosswohnungsbau, das es attraktiv macht, da zu bleiben. Und da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Das ist einmal natürlich die Verdichtung, da läuft relativ viel. Aber solche Sachen wie Aufstocken, wir haben das mal untersuchen lassen, unser Baubereich, ja, was für Potenziale schlicht durch das Aufstocken von vorhandenen Gebäuden sich erschließen lassen würden. Das ist gewaltig und natürlich unter Ressourcengesichtspunkten hochattraktiv. Das gemacht zu bekommen, ist eine ganz andere Frage. Oder gehen Sie mal hier in Berlin spazieren und tun Sie den Kopf in den Nacken, schauen Sie sich die Dächer an. Jedes Dachgeschoss, das nicht genutzt wird, ist doch eigentlich ein Skandal. Ja? Sei es, dass da jemand wohnen sollte, ne, statt das mit dem Trockenboden aus der letzten Jahrhundertwende weiter zu betreiben. Sei es, dass man die Dächer obendrein auch noch nutzt für Photovoltaik oder Sonnenwärme. Jedes Dachgeschoss, das nicht genutzt wird, ist eigentlich ein Skandal. Aber kriegen Sie das mal hin, dass Dachgeschosse genutzt werden, wenn das Haus einer Eigentümergemeinschaft gehört, wo jeder einzelne Eigentümer an der Nutzung des Daches nur ein sehr begrenztes Interesse hat. Kommen wir also in ganz spezielle Materien, hochinteressant. Und das ist charakteristisch bei unserem Thema. Es hat so unglaublich viele Facetten.
unglaublich viele, Hunderte. Und in jeder dieser Facetten muss man sich dem Thema mit derselben Leitfrage stellen und versuchen, zu guten Ergebnissen zu kommen. Und bei der Suche nach guten Ergebnissen stellt man dann fest, sehr, sehr viel hängt von der Europäischen Union ab. Das war ja die Frage, was ist mit dem Kreislaufwirtschaftspaket? Da ist die Gefechtslage so, wir haben ein großes Rechtsetzungspaket im Bereich Abfallwirtschaft. An dem wird intensiv gearbeitet und das wird wohl auch in absehbarer Zeit zu Ergebnissen kommen. Das ist ein bisschen kompliziert, weil die Kollegen in der Kommission sehr ehrgeizig sind und das, was sie vorhaben, wahrscheinlich selbst in Deutschland so ohne weiteres nicht geht. Da könnte ich jetzt länger drüber reden. Also wir müssen es so machen, dass es sowohl auch bei Mitgliedstaaten, die in der Abfallwirtschaft bei weitem nicht so weit sind wie wir, bei weitem nicht, Akzeptanz findet und läuft und dass wir es hinterher administrativ umsetzen können. Diese Bemerkung ist nicht ganz trivial. Ja, nicht immer bei europäischen Rechtsetzungsakten ist den Akteuren in der Kommission klar, was das praktisch heißt. Aber das wird vermutlich relativ zügig zu einem guten Ergebnis kommen. Im Kreislaufwirtschaftspaket haben wir darüber hinaus ein großes Aktionsprogramm, das sich mit Baustoffen und dem Baubereich und mit Produktpolitik befasst. Wie sich dieses Aktionsprogramm füllt, darüber wissen wir noch relativ wenig. Dazu wird es einen ersten Bericht der Kommission angekündigt, noch in diesem Jahr geben. Und wir werden das dann natürlich intensiv begleiten und verfolgen, mit dem Ziel, genau die Werte und Standards, über die wir hier lange gesprochen haben, auch auf europäischer Ebene zur Geltung zu bringen. Das ist immer sehr mühsam, dauert immer relativ lange, hat aber ein sehr hohes Erfolgsversprechen. Denn wenn man tatsächlich den europäischen Binnenmarkt mit einer Regelung versieht, hat eine ganz andere Wirkung, sowohl unmittelbar ökologisch als auch auf die Diskussion weltweit, als wenn wir etwas nur in Deutschland regeln, was wir in vielen Fällen ja auch europarechtlich gar nicht mehr tun. Letzte Bemerkung. Irgendjemand sagte, trennen Sie doch bitte globale und lokale Probleme. Und das war so gemeint, nicht alles, was draußen in der Welt schrecklich passiert, muss, wenn man ähnliche Aktivitäten in Deutschland hat, auch schrecklich sein. Das ist richtig. Ne? Wir sind in der Standardsetzung, in der Umsetzung in vieler Hinsicht sehr weit in Deutschland, sehr weit und reden über Verbesserungen, wo andere Leute ineinander fragen, um Gottes Willen, ja? Wovon redet ihr? Wir haben ganz andere Sorgen. Aber ich möchte diese Probleme in einem anderen Sinne auf keinen Fall getrennt sehen. Sehen Sie, bei dem ganzen Ressourcenthema, Deutschland leitet und auch beim ganzen Klimaschutz, Deutschland selber leistet einen Beitrag im einstelligen Prozentbereich. Alles, was wir hier tun, ist richtig wichtig für uns, für unsere Lebensweise, auch für unser Wohlbefinden und unser Gewissen. Aber eine wirkliche Wirkung hat es nur dann, wenn wir das, was wir hier machen und so darstellen und auch so vermarkten, dass andere Länder davon profitieren können. Der Blick nach außen, auch umgekehrt, wir lernen auch gerade von denen, ne, was da in Schweden, was die zur Mehrwertsteuer gerade machen für Reparaturleistungen, was die Franzosen machen zur Obsoleszenz von Produkten, da können wir uns vieles von abgucken. Aber die Grundidee, das, was wir hier machen, müssen wir auch vermarkten. Anbieten, zugänglich machen, offensiv vertreten, und zwar Europa und vor allen Dingen weltweit. Das sollten wir als Motiv mitnehmen. Die internationale Zusammenarbeit ist in unserem Bereich so wichtig wie in kaum einem anderen. Wir machen da erste kleine Schritte im Rahmen der G7 und der G20. Wir machen kleine Schritte im Rahmen der internationalen Klimainitiative, eine Menge im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit des BMZ. Das ist zum Teil wirklich Legeartes, was die Kolleginnen und Kollegen da zelebrieren. Aber auf dem Weg müssen wir weitergehen, uns Partner in anderen Ländern suchen, die in ihrer Entwicklung diese Motive aufgreifen und versuchen, andere Wirtschafts- und Lebensweisen zu entwickeln, als die, die wir mit großen Schäden in der Vergangenheit durchlaufen haben. Die müssen nicht alle Erfahrungen mit dem Bilden von Altlasten noch einmal wiederholen, die wir schon gemacht haben. Ja, vielen Dank, Herr Kaiser. Ich finde, das war ein sehr gelungenes Schlusswort. Ich möchte Ihnen allen danken für die sehr interessante Diskussion, auch dass Sie so lange hier sitzen geblieben sind, die Hälfte Ihrer Kaffeepause geopfert haben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an die Herren hier vorne am Podium. Applaus